rock. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich höre seit 19 Jahren auf den Namen Fips Asmussen. Gehe stramm auf die 20 zu. Früher war ich natürlich einmal jünger, klar. Bin ein waschechter Hamburger Jung von einer sagenhaften Alimentalität. Bin meine Eltern Sonnenschein, habe Abitur, formfernende Füße, eine schöne Wohnung, einen schlechten Charakter. Bin kein Sexmuffel, nehme nie die von gestern und lebe nach dem Motto: Wer nicht liebt, Wein, Weib und andere Frauen, dem soll man den Christbaum um die Ohren hauen. Ich habe auch kürzlich geheiratet. Ich wollte nicht, aber die Kinder waren dafür. Bekannt geworden bin ich durch meine Sprüche. Zum Beispiel, wenn einer aus dem D-Zug speit, was man ihm keineswegs verzeiht, und wird vorübergehend blind, so herrschte starker Gegenwind. Ihr fühlt langsam, womit ich berühmt geworden bin, nicht? Oder? Ein Mädchen ging mal Pilze pflücken und muss sich dabei oftmals bücken. Jetzt Stilze, scheiß Pilze. Oder über einen grünen Anger ging Luise Böhm. Sie war im 6. Monat schwanger und wusste nicht von wem. Unangenehm. Oder der Eber, der ist missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur die Frau, die Sau alleine, auch die Verwandtschaft, alle Schweine. Ja, ihr merkt es ganz sollig, ihr spürt es. Ich mache in leichter Muse und zur leichten Muse. Seien wir ehrlich, gehören Frauen. Wenn ich hier in die Runde gucke, muss ich sagen, also Donnerwetter, verdammt schöne Frauen, wenn man bedenkt, mit was man sich zu Hause behelfen muss. Ich stehe nach wie vor auf Frauen, obwohl es gar nicht modern ist. Ich kann mit Männern nicht warm werden, das ist eigentlich. Was? Da kommt Daddy nach Hause und sagt zu seinem Söhnchen: Sonny Boy, traurig schaust du aus. Was ist passiert? Hast du einen Kadillac kaputt gefahren? Nein, Daddy. Das sagt, du siehst traurig aus. Was hast du? Kannst du es sagen? Daddy hat viel Geld, Daddy kauft einen neuen Kadillac. Nein, Daddy, das ist es nicht. Na komm raus, Sonny Boy, mit der Sprache, was ist los? Hast du Empire State Building angesägt? Sagt er, nein, Daddy. Kannst du es sagen? Daddy hat viel Geld. Daddy baut größer, schöner, neuer. Kannst du es sagen? Nein, Daddy, das ist es nicht. Na komm raus, Sonny Boy. Was ist es? Was bedrückt dich? Daddy, ich bin homosexuell. Na, das macht doch nichts. Daddy hat viel Geld. Daddy kauft die Wiener Sängerknaben. Pass auf. Ozean, nicht? Passagierschiff. Geht unter, kurz vorm Untergehen, sagt der Captain auf Deck: So, hören Sie mal zu hier, Kinder und Frauen links raus, Männer rechts. Da bleibt einer in der Mitte stehen und sagt: Und ich soll wohl sterben. Man kann nicht sterben. Nein, nein, Freunde. Ich sage immer: Hauptsache, es schlägt ein warmes Herz in der Hose. Weißt du, dann kann nichts passieren. Nein, es ist wirklich wahr. Oder? Da steht so ein Süßer. Ein richtiger Klaus Bärbel. Steht an der Verkehrsampel und sagt: Herr Wachmeister, darf ich einmal bei Orange? Sagt er: Nein. Bitte, bitte, Wachmeisterchen, einmal bei Orange. Und dann sagt er gleich: Komm, Waldmeister, und dann hopp, hopp, hopp. Pass mal auf! Ihr könnt euch vorstellen, zu einem Baugerüst gehören ja Maurer, nicht? Und jeden Morgen geht an diesem Baugerüst ein Schwuler vorbei. Und jeden Morgen rufen die Maurer runter: Blöder Schwuler, blöde! Und jeden Morgen ruft der Schwule raus: Blöde Maurer, blöde Maurer.
Und eines Morgens geht hinter dem Schwul eine dufte Blondine, ein Rasseweib. Oh, war das ein Typ. Die Maurer ließen vor Begeisterung ihr Arbeitszeug fallen und riefen auf: Hallo, dufte Blondine! Da denkt der Schwule erst gemeint: Hallo, Architekt. Nein, Freunde, da kann man doch nur sagen: Des Mittags lasst die Arbeit ruhen und freut euch auf den After. Ja, Plattdeutsch müsste man können, was? Nein, es ist ja so, Freunde, Frauen sind nichts Besonderes, aber sie sind, wie gesagt, das beste andere Geschlecht, was wir Männer kennen. Daran führt kein Weg vorbei. Und man soll dicke Frauen heiraten. Tja, im Winter hat man es warm, im Sommer hat man Schatten. Freunde, es gibt doch Frauen, die sind so dünn, wenn die Himbeersaft trinken, sehen die aus wie ein Fieberthermometer. Gibt es. Aber Ladies und Muttis, was wäre die Welt ohne Männer? Die drei schönsten Dinge im Leben, das wissen wir, sind Essen und Trinken. Und schon sind wir beim Thema Nummer 1. Bei der Liebe. Wie heißt es im Fernsehen immer so schön? 7 Dinge braucht der Mann. Sex und Saufen. Nicht? Und Beate Uhse, ihr kennt Beate Uhse, diese nordische Freudenamsel. Diese große Klara aus dem Norden, die hat jetzt festgestellt, dass eine Frau mit 19 Jahren weitaus bessere Heiratschancen hat als eine Frau mit 19 Kindern. Die Frau ist doch doll. Und sie erwähnte kürzlich, Frauen leben zum Beispiel länger als ihre Männer. Vor allem die Witwen. Das finde ich enorm. Und die unterscheidet zum Beispiel zwischen glücklichen Ehen und normalen Ehen. So weit sind wir schon. In der glücklichen sagt sie: Schätzchen, weißt du, was unser Bett und unser Bankkonto gemeinsam haben? Nee, was denn? Ich habe heute beide sauber überzogen. Nee, und in der normalen Ehe, da sagt sie: Frau Miller von nebenan, die hat schon wieder ein neues Auto, Nerzmantel, Geschirrspülmaschine, Waschvollautomat, was hab ich? Sagt er: Du hast 4 Kinder. Ja, die habe ich, aber wenn es an dir gegangen wäre, hätte ich nicht mal die. Nee, das ist die normale Ehe. Wir können ganz beruhigt über das Heiraten sprechen, obwohl mir mal so ein Junggeselle sagte: Wenn ich ein Glas Milch trinken will, brauche ich nicht gleich eine ganze Kuh zu kaufen. Hat er doch recht. Heirat ist eine wunderbare Sache, es darf nur nicht zur Gewohnheit werden. Wie die ein zur anderen sagt: Wie war denn deine Hochzeitsnacht? Auch seht die andere wie immer. Freunde, das Drama Ehe fing doch damals im Paradies schon an, als die Eva den Adam fragte: Adam, liebst du mich? Sag, was ein Quatsch will denn sonst? Das war noch nicht doll, die hatten noch nicht viel, da war noch nicht viel dran. Die hatten kein Fernsehen, die hatten keine Zeitung. Gucken Sie heute zum Beispiel in die Zeitung, lesen eine Anzeige: Junger Mann mit Heiratsabsichten sucht älteren Ehemann, denkt das wieder Ausrede. Oder: Suche junge, wohlhabende Witwe, über der ich meine Sorgen vergessen kann. Wisst ihr, was eine Witwe ist? Das ist eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist. Nein, vor der Ehe kann sie noch so schön sagen: Schätzchen, wirst du mich denn auch noch so lieben, wenn wir verheiratet sind? Natürlich, du weißt doch, ich hatte immer eine Vorliebe für verheiratete Frauen. Nach der Hochzeitsnacht sagt sie: Denn Schatz, ich muss dir was gestehen, ich leide unter Asthma. Na gut, dass du mir das sagst, ich habe heute Nacht schon geglaubt, du pfeifst mich aus, du. Und dann vergehen die Jahre, Freunde. Alles wird ein bisschen ruhiger. Ihr müsst euch vorstellen, eines Abends soll es denn wieder sein. Nicht? Und Oma schickt sich dann an, in die Federn zu schlüpfen. Nicht? Und plötzlich sagt sie dann: Opa, ich glaube, ich hab's im Kreuz. Na gut, dass du mir das sagst, ich hätte nach einer alten Stelle gesucht. Nicht? Und eines Tages ist es dann wirklich soweit, dann rennt er aufs Polizeirevier und sagt: Herr Kommissar, ich möchte meine Frau als vermisst melden. Schau, wann haben Sie es bemerkt? Heute Morgen, als Sie das letzte weiße Hemd aus dem Schrank nahmen. Haben Sie ein Bild von Ihrer Frau? Habe ich, Herr Kommissar. Der sieht sie dann an und sagt: Chef, wollen wir die wirklich noch suchen? Heirat und du lachst dich kaputt. Das ist wirklich wahr. Das ist, muss ich euch erzählen. Pärchen sitzt in der Bundesbahn. Er mit solcher Backe, dem haben sie gerade einen Weisheitszahn rausgenommen. Sagt er plötzlich: Liebling, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss unbedingt meinen Speisewagen Cognac trinken. Na, sagt sie: Geh mal, mein Schatz, du musst ja unwahrscheinliche Schmerzen haben. Na, da geht in den Speisewagen, kippt ein paar, diese doppelten, diese siamesischen, ihr kennt ihn nicht. Plötzlich kommt der Schaffner und sagt: Entschuldigen Sie, sind Sie der Herr aus Abteil 14? Ja, das bin ich. Ich muss Ihnen eine ganz traurige Mitteilung machen. Ihre Gattin hat gerade die Waggontür mit der Toilettentür verwechselt, ist rausgefallen. Na, ausgerechnet jetzt, wo ich nicht lachen kann.
pass auf! Ein Junge, pass auf, sag doch mal, nicht ruhig, Mensch. Wenn ihr lachen wollt, geht doch irgendwo anders hin. Das ist so eine ernste Angelegenheit. Müsst ihr euch vorstellen, jung verheiratetes Pärchen gehen zum ersten Mal gemeinsam in ein Schwimmbad. Herrliches Wetter. Sie sonnen sich, sie ahnen sich, plötzlich steht er auf. Das war so ein Typ, wie soll ich ihn schildern? So, wo steht das Klavier? Ich trage die Noten. Ein Irre. Rauf auf den 10-Meter-Turm, springt von oben runter, doppelte Schraube, einfache Rittberger, weiche Landung. Kommt wieder raus, schüttelt sich, trocknet sich ab. Sagt sie, das war ja toll, was du gezeigt hast. Das wusste ich gar nicht. Sag, wo hast du es gelernt? Ach, sagt er, diese Kleinigkeit. Sollst du, weißt, wir haben das Liebe geheiratet. Ich war mal Olympiasieger im Turmspringen. Kurze Zeit später steht sie auf. Ganz hagerer, sportlicher Typ. Oh, war die mager. Bei der Auferstehung des Fleisches konnte die Liebe bleiben, so mager. Rauf auf einen dieser Startblöcke, rein ins Wasser, 400 Meter kraulen, eine sagenhafte Zeit, schneller als Toni Seiler. Kommt wieder raus, schüttelt sich, trocknet sich ab. Sagt er, du, das war aber auch toll. Sag, wo hast du denn das gelernt? Ja, sagt sie, ich war mal Nutte in Venedig. Nein, ich sage immer, es gibt auch glückliche Ehen. Es gibt heutzutage noch Ehen, in denen die Männer echte Kavaliere sind. In denen die Männer die Tür aufreißen, wenn die Frau mit den Kohlen aus dem Keller kommt. Es gibt es. Es hat sich alles ein wenig geändert heute. Wenn heute ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Es ist wirklich was dran, Freunde. Es ist eben unsere Zeit, eine so verrückte Zeit. Wir leben in einer verrückten Zeit. Die schönste Zeit ist heute die Mahlzeit. Wenn man heute ein Brot kauft, ist es morgen schon von gestern, ne? Es gibt heute Leute, die fressen ihre Badetabletten und dann wundern sich, dass sie nicht sauber werden. Bekannter von mir, der ist Maler, der witschert. Der arbeitet heute schon mit Computer, da kommt oben die Farbe rein, unten kommen die Gelackmeierten raus. Ne? Es gibt heute Mütter, die kaufen ihren Kinderwagen auf Raten. Was ist der Erfolg? Das Kind stottert. Muss ich euch erzählen, ich war meinen Bekannten eingeladen, ich komme da rein. Seine Frau war gerade niedergekommen, die hatte was Kleines gekriegt. Ich sag, das riecht aber verdammt nach angebrannter Milch. Sagt er, was heißt hier angebrannte Milch? Das ist unsere Amme, die liegt mit 40 Grad Fieber im Bett. Unsere verrückte Zeit. Die vornehme Frau von heute lässt sich in Spinat durch Fleurop schicken. Die vornehme Frau von heute sagt, Jeans, hat der Kanarienvogel schon gebadet? Ja, gnädige Frau, können jetzt reingehen. Unsere verrückte Zeit. Doch schlimm, da treffen sich zwei Mönche auf einer Party, sagt der eine, Halleluja, sagt der andere, Hello, Dolly. Das ist unsere verrückte Zeit. Das nimmt doch alles überhand langsam. Die Tierliebe mit Chimek, Professor, Doktor, der übertreibt doch langsam, der protestiert jetzt schon gegen die Herstellung von Löwensenf. Ich meine, wo kommen wir da hin? Wenn das so weitergeht. Unsere verrückte Zeit, Hamburger Hauptbahnhof, muss ich euch erzählen. Kennt ihr Hamburger Hauptbahnhof? Halb so groß wie der Friedhof von San Francisco, doppelt so groß. Steht einer am Briefkasten, wirft 5 Mark rein, guckt zur Bahnhofstür und sagt, verdammt, schon wieder 3 Kilo zugenommen. Das ist unsere hektische Zeit. Ist es nicht fürchterlich? Fürchterlich. So ein anderer rennt da rum mit so einem Bauchladen. Ihr kennt diese Dinger, diese Blechapparate, ne? Und ruft immer, heiße Würstchen, heiße Würstchen. Heiße Würstchen. Da tippt ihn an auf die Schulter und sagt, haben Sie Polypen? Nee, nur heiße Würstchen. Unsere verrückte Zeit. So ein anderer, es geht ja alles automatisch heute. Der steht da in der Wandelhalle, da steht da so ein Automat für belegte Brötchen. Nicht so, Mark rein, Brötchen raus, Mark rein, Brötchen raus. Mark. 10 Stück hat er raus, sagt sein Nachbar, Mädchen, Kinder, haben die nicht bald genug? Sagt er, jetzt soll ich aufhören, wo ich gerade einen Glückstrainer habe. Ist das nicht schlimm, Freunde? Man kann Sachen erleben. Es ist ganz... Nicht? Unsere hektischen 70er, sehen Sie, ich bin Pechvogel. Ich kaufe mir einen Anzug mit 2 Hosen, verbrenne das ja kennen. Andere bohren in der Nase und stoßen auf Öl. Es ist also schlimm, Freunde. Das sind die hektischen 70er Jahre. Da kann man doch nur sagen, mach mal Pause, geh ins Zuchthaus. Da kommt einer aufs Postamt und sagt, ich hätte gerne eine Wohlfahrtsmarke zu 30, aber radieren Sie den Preis aus, es soll ein Geschenk sein. Muss ich euch erzählen, ich war bei mir auf dem Postamt, ich komme da rein. Da hatten sie gerade einen umgebettet, also der war am anderen Schalter tätig. Nee, und der stempelte den ganzen Tag Briefe. So, ich sag, Meister, ist das nicht langweilig? Ich sag, da kann ich nichts aus, ich geh jeden Tag anderes Datum. Kennt ihr? Sag mal. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Beamten und einem Laubfrosch? Nee.
gibt's keinen. Beide sitzen auf dem Hintern und warten auf Mücken. Sehen Sie, ich war damals bei der Bundesbahn angestellt. Hat man damals fristlos entlassen. Ich habe da im Hauptbahnhof die Schließfächer als Hotelzimmer Lilliputaner vermietet. Das wollten die nicht. Da sollte damals eine Prüfung machen. Als Lokführer sagt der Prüfer: Kandidat, Sie wollen einen Triebwagen fahren. Was machen Sie, wenn Sie losfahren wollen? Sagt er: Werf ihn eine Schaufel, bring Kerzen auf. Sagt er: Gut, Sie wollen schneller fahren. Was machen Sie? Werf ihn, Brikett nach. Sagt er: Gut, andere Frage. Sie stehen, Sie wollen rückwärts fahren. Was machen Sie? Dreht die Briketts rum. Ist das nicht schlimm? Unsere Zeit. Da sagt er: Ich habe jetzt einen Igel mit dem Regenwurm gekreuzt, 100 Meter Stacheldraht. Sagt er: Ist doch gar nicht. Ich glaube, ein Gekannter hat einen VW mit der Lokomotive gekreuzt. Das ist solche Beerdigung. Schlimm, nicht? Da sitzen zwei in der Zelle. Sagt er: Ich habe einen tollen Traum gehabt. Einen tollen Traum gehabt. Ich nachte in die Zellentür. Herrliches Wetter strahlte rein. Ich habe mir ein Fahrrad geschnappt. Rausgefahren ins Grün. Oh, was schön. Sagt er: Noch gar nicht. Ich habe eine Nacht geträumt, da ging die Zellentür auf. Das muss ich dir erzählen. Weißt du, wer reinkam? Brigitte Bardot, Sophia Loren, Splitterfasernacht. Sagt er: Und du hast mich nicht geweckt? Sagt er: Konnte ich nicht, du warst so mit dem Fahrrad unterwegs. In Alsterdorf, muss ich euch nur erzählen. Da sitzen zwei in der Zelle, sagt der eine: Du, wir spielen mal Kaufmann, sagt der Felipe. Pass auf, du bist Kunde, ich bin Kaufmann, sagt der Felipe. Pass auf, du musst jetzt reinkommen, pass auf, ich komme jetzt. Moin, ich hätte gern zwei Flaschen Blumenkohl. Sagt er: Das ist doch Blödsinn, das ist Quatsch, das geht doch gar nicht. Komm, geh noch mal raus, komm noch mal frisch rein. Pass auf, ich komme jetzt noch mal frisch rein, pass auf, ich komme jetzt. Moin, ich hätte gern zwei Flaschen Blumenkohl. Sondern ich habe eben gesagt, das ist Blödsinn, das ist Quatsch. So, komm, jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt bin ich Kunde, du bist Kaufmann, sagt er für dich, prima. Aber du musst auch reinkommen. Pass auf, ich komme jetzt. Guten Morgen, ich hätte gern 2 Pfund Blumenkohl. Ja, haben Sie Flaschen dabei? Freunde, singen möchte ich heute Abend nicht. Nein, mein Arzt hat mir das Singen verboten, er wohnt bei mir im gleichen Haus. Kann man ja auch verstehen. Singen ist ja nicht ganz einfach, nicht? Heute wird alles in Platte geritzt, was nur einigermaßen gesund husten kann. Ist es nicht so? Nee? Deshalb sage ich, eine Fistel macht noch keine Stimme. Das ist doch wirklich so. Denkt an den Tenor, der in der Staatsoper da die Liebesarie proben soll. Sagt der Intendant: Mensch, das Kind nochmal, das klingt ja fürchterlich, haben Sie noch nie geliebt? Doch, Herr Intendant, aber noch nie dabei gesungen. Singen ist tatsächlich nicht ganz einfach, Freunde. Es gibt heute Leute, die bilden sich ein, sie können singen nur, weil sie Beine wie ein Kanarienvogel haben. Das ist doch gar nicht wahr. Sehen Sie, ich habe damals eine wunderschöne Zeit mitgemacht mit meinem Freund Kammersänger Uwe Seeler. Wir haben im Kirchenchor von Castrop Rauxel gesungen. Es war eine wunderschöne, eine erhebende Zeit, als sie die Leute anschließend zum anderen Glauben übergetreten. Es war also eine wunderschöne Zeit. Wenn wir Input mit Bonesteid und Dor Input mit Brü, lohnt ich den Put mit Bonestone und Tanz mit Mi Marie. La 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 la. Und wenn Marie nicht tanzen will, dann wäre ich quattig dau. Dann stopp ich sie in Hobersack und bin im Bogentau. La 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 la. Und wenn sie denn auch Bein deit, oh lebe Mann, muck ab, dann bin ich im noch faster tau und set mi Bogen ab. Zack! La 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 la. Seid fröhlich. Garibaldi, der Erfinder des Schnellkochtopfes, hat einmal gesagt: Der verlorenste aller Tage ist der, an dem man nicht gedacht hat. Hat er recht. Aber Freunde, bevor wir wieder so ein klein bisschen zusammenkommen, eine sehr wichtige, eine sehr dringende Durchsage. Der Fahrer des Wagens HHYL290 möchte dringend zu seinem Fahrzeug kommen. Er steht über einem offenen Kanalloch. Unten drin sitzt ein Arbeiter, der möchte gern Feierabend machen.
dass ihr nicht denkt, er hätte da unten geschlafen, obwohl es immer so schön heiß wäre, schläft, kündigt nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn man schon bei der Arbeit schläft, kann man zumindest vom Geschäft träumen. Ne? Kinder, Arbeit macht das Leben schön, ich könnte stundenlang zugucken. Der einzige Nachteil der Arbeit, man hat keine Zeit zum Geld verdienen. Und es dreht sich heute alles ums Geld, wenn wir ehrlich sind. Es gibt heute Leute, die haben so viele Goldblompen im Mund, die schlafen nachts mit dem Kopf im Safe. Andere gehen in den Wald, hängen sich auf, damit sie wenigstens einmal auf den grünen Zweig kommen. Sehen Sie, ich habe jetzt eine Goldader entdeckt, ich spekuliere auf Minen. Ja. Ich stelle mich mittags um 12 vor die Börse, wenn einer rauskommt mit der fröhlichen Miene, den komme ich an. Es hat sich alles geändert heute, sage ich immer. Sehen Sie, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Ne? Sehen Sie, ich habe damals an eine Klapperscheu geglaubt, da musste ich schon Alimente zahlen. Die Kinder heute in der Schule haben Sexunterricht. Ich meine, ich finde das ganz doof, man soll ihnen nur keine Hausaufgaben aufgeben. Da hörst du auf. Wenn die Eltern die Nacht sehen, die laufen euch jedes Mal schamviolett an. Doch schlimm, ist doch schlimm. Da sagt die eine alte Jungfer zur anderen, die heutige Jugend ist so verrückt. Oh, ist die heutige Jugend verdorben. Ja, sagt die andere, heute müsste man jung sein. Nicht? Oder die beiden Rentner, die auf der Bank sitzen, da schlendert ein Teenager vorbei. Einen, dem guckt schon das Gras aus der Tasche, ihr kennt das. Ne? Und der andere sah so aus, als wäre ihm der Sargdeckel schon dreimal ins Gesicht gefallen. Nicht? Und da schlenderte so ein Teenager vorbei im Minirock. Nicht? Sagt der eine, wenn ich das sehe, wird mir ganz warm ums Herz. So bei der möchte ich noch mal 20 sein. Sagt der andere, bist du mir Schucke? Wegen der 5 Minuten noch mal 45 Jahre arbeiten, du? Es ist wirklich was dran. Mit Kindern kann man auch zauberhafte Sachen erleben. Nee? Da stehen drei kleine Hamburger Jungs zusammen. Sagt der eine, ich habe eine Freundin, die ist 4. Sagt der eine, ich habe eine Freundin, die ist 5. Sagt der dritte, ich habe eine Freundin, die ist 6. Oh, sagen die anderen, viel zu alt. Ja, die hat aber Temperament wie eine 3-Jährige. Unsere Kinder oder drei Hamburger Jungs kommen zur Schule. Drei Buben, Drillinge. Sagt der Lehrer, stellt euch mal vor, wie heißt ihr? Ich heiße Heini Müller. Und du? Fritz Müller. Und du? Max Müller. Hör mal zu, deine Brüder sprechen so hell und du so dunkel. Wie kommt denn das? Ja, meine Mutter hatte damals nur 2 Zapfstellen und ich musste immer die Bärenmarke saufen. Kinder wie die Bilder, was? Da steht die Kleinste in der Schule auf und sagt, Frau Lehrerin, kann meine Mami schon ein Kind bekommen? Wie alt ist deine Mami? 39. Natürlich kann sie ein Kind bekommen. Dankeschön. Frau Lehrerin, kann meine große Schwester auch ein Kind bekommen? Wie alt ist deine große Schwester? 18. Natürlich kann sie ein Kind bekommen. Dankeschön. Frau Lehrerin, kann ich auch schon ein Kind bekommen? Und du Dummerchen, du bist doch viel zu klein, du bist noch viel zu jung. Da steht in der letzten Reihe einer auf und sagt, siehst du, ich hab's dir gleich gesagt, wir brauchen nicht aufzupassen. Kinder wie die Bilder. Was? Da sagt die kleinste Mami, Mami, wie wir zusammenleben, ist eigentlich genau wie bei den Tieren. Könnte man sagen, Mami, Mami, dann bin ich zum Beispiel das Kälbchen. Naja, so ungefähr. Und du bist die Kuh, Mami. Naja, so kann ich mir vorstellen. Also. Und Papi ist der Bulle, nicht? Nein, Papi ist der Ochse, der Bulle wohnt 3 Häuser weiter. Kinder wie die Bilder. Was? Oder am Rhein, müsst ihr sich vorstellen. Am Rhein geht der Papi mit dem Kleinsten spazieren. Hinter einem Gebüsch entdecken sie ein Pärchen. Nackelig. Sie machen so ein bisschen EWG. Europäische Wiesengymnastik. Sagt der Kleine, Papi, guck mal da. Guck doch nicht hin, wer weiß, woher die sind. Papi, aus dem Rheinland sind die aber nicht, die schunkeln ganz anders. Oder ihr erinnert euch ja noch ganz genau an unsere Hamburger Attraktion, dieses deutsche Derby hier in Horn, ne? Die Lehrerin ging mit den Kleinsten, mit den ABC-Schützen, mit den Jungs auf die Rennbahn, zeigt ihnen alles, Führing, Stallung, Hindernisse. Lässt sich das eine verlehren, ich muss mal. Sagt sie, wer von den Buben muss noch? Es melden sich verschiedene, dort geht mal rein, da steht's dran, Männer. Verschwinden alle, plötzlich kommt der eine wieder und sagt, verlehren, das geht nicht. Komm, dran, das ist viel zu hoch. Da sagt sie, warte, ich helfe euch. Geht mit denen rein, knöpft den einen in die Hose auf, hebt sie alle hoch. Plötzlich sagt sie zu einem, bupp! Du bist aber schwer. Bist du auch aus meiner Klasse? Nein, sagt er, ich bin der Jockey vom 3. Rennen.
euch vorstellen. Danke, danke, ist genügt, ja. Danke. Das andere, nee. Zwei Jockeys, sagt der eine. Was kriegt denn dein Pferd so zu fressen, sagt der Hafer. Nur vom Besten. Und der eins? Whisky. Nur vom Besten. Schon mal gewonnen? Nein, sagt er, gewonnen noch nicht. Aber mein Pferd ist mir das Lustigste beim Start. Nicht und vor den Stall und da sammelte einer Pferdeäpfel. Da sagt einer, was wollen Sie denn damit? Sagt er, nehme ich mit nach Hause, streue ich über die Erdbeeren. Sagt er, komisch, wir nehmen immer Zucker. Nicht? Oder denkt zum Beispiel an die beiden unehelichen Söhne von Adele Sandrock. Der eine humpelte so ein bisschen mit der Zunge. Die trafen sich, sagt eine, warst du? Was? Sagt er, beim Arzt. Was fehlt dir denn? Eine Prostataentzündung. Was denn das? Sagt er, ich pinkel so, wie du sprichst. Ihr müsst tatsächlich mal unter Leute gehen. Es ist also irre. Man kann was erleben. Muss ich euch erzählen. Ich war kürzlich in einem Lokal. Das war also an sich eine ganz doofe Sache. Ein ganz, ganz vornehmer Laden. Stinkt vornehm. Also, da graben sich die Kellner gegenseitig Trinkgeld. Ein irrer Laden. Toller Laden. Und muss ich euch schildern. Da saß also ein Herr an der Bar. Große, impotente Erscheinung. Schmalbrüstig, blutarm, arbeitsvoll. So eine richtige frohe Natur, sinnesvoll durchkonstruiert. So ein richtiger Klosterfrau Melissenkörper. Ihr kennt diesen Typ. Ein irrer Typ. Und er war oben schon so ein bisschen weg. Man nennt das ja heute Striptease auf höchster Ebene. Nicht? Und er hatte so hier, also Oberlippe, dieses Sauerkraut. Kennt ihr so? Er sah so aus wie Einstein nach der Wurmkur. Unwahrscheinlich. Und die Kapelle spielte so schön diesen alten Evergreen von Erna Sack, der Mond von Wanne Eickel. Es war also unwahrscheinliches Flair in diesen Räumlichkeiten dort. Und an einem dieser Tische, da saß eine Blondine. So was von Blondine. Bei der kam die dunkle Vergangenheit schon wieder. Ein Rasse-Vibe, also gegen dieser Lollo aus wie der Glöckner von Notre Dame. Die war so in dem Alter, wo die Rose wieder zur Hagebutte wird. Kennt ihr? Ein unwahrscheinliches. Und die schielte. Oh! Die schielte! Die hatte so diesen Hausfrauenblick. Links nach der Wäsche, rechts nach den Klammern. Kennt ihr? Oh! Schlimme Frau. Und die hatte einen Mund. So was Großes von Mund habe ich noch nicht gesehen. Die konnte beim Küssen nebenbei Liebling sagen. So was von Frau. Also irre. Und herrliche Reklamehügel. Also. Gut besuchte Bluse, ein Dekolleté, die trug den Nabel als Brosche, also unwahrscheinlich. Nicht? Und ehrgeizige Unterpartie. Nicht? Die trug einen Minirock, das war kein Minirock, das war eine Popo-Manschette, also so ein ganz kleiner Apparat. Ne? Und er rutschte plötzlich von seinem Hocker runter und zwingte so, wie so ein Linksaußen auf sie drauf los, so nach dem Motto, mach Gevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde, kennt ihr? Unwahrscheinlich machte seinen Bückling und sagte, darf ich bitten oder wollen wir erst tanzen? Ihr müsst in solche Lokale gehen, es ist also irre, da kam einer rein, der sagt, Herr Ober, ich möchte gerne den Nieren, sagte, tut mir leid, die Nieren sind leider alle. Wenn Sie gern was anderes. Sagt er, wie ist es denn mit Zunge? Nee, sagt er, was andere Leute schon im Mund gehabt haben, das mache ich nicht. Nee? Etwas weiter saß ein Pärchen, so ein junges Pärchen, der gab mir die Karte rüber und sagte, Liebling, was möchtest du denn gern? Ja, so viel, du weißt doch, was ich gern möchte. Ja, das weiß ich auch hin und wieder. Müssen wir auch was essen? Das letzte Mal. Ein anderer Herr kam rein und sagte, Herr Ober, haben Sie Schnitzel? Sagt er, ist gerade ausgegangen. Haben Sie Rumpsteak? Ist gerade ausgegangen. Haben Sie Eisbein? Ist gerade ausgegangen. Haben Sie Asthma? Muss ich mal nachfragen. Ein anderer Herr hatte sich ein Steak bestellt. Sagt der Ober, das Steak stinkt. Da geht der Ober 3 Schritte zurück und sagt, jetzt auch noch. Ein anderer Herr schrie aus der Ecke, Herr Ober, das Brot schmeckt aber nach Eisen. Ja, sondern muss man die Flinte ins Korn geworfen haben. Hier müssen wir in solche Lokale gehen. Er sagt, Herr Ober, kommen Sie mal her, hier ist ein Haar in der Suppe. Können Sie sich etwas Ekelhaftes vorstellen als ein Haar in der Suppe? Ja, mein Herr, umgekehrt. Ja, pass auf! Nein, Freunde, das muss ich euch noch erzählen. In diesem
Lokal, da saß ein älteres Pärchen und die hatten sich so ein deutsches Haustier mit einem Bein bestellt. Ihr kennt die aber, war das Gummiader, diese halben Hähnchen. Und der Ober kam an mit dieser Handbowle, mit diesem Wässerchen, Zitronenwässerchen, stellte das ganz elegant hin und sie sagte, na Liebling, ich hab wieder was zu trinken bestellt. Nee. Ja, was ist denn das da? Sagt er, weiß ich nicht. Ich muss mal den Ober fragen. Herr Ober, kommt mal her hier. Was ist denn das hier? Nee, genau, das ist zum Händewaschen. Siehst du, sagt er, wer dumm fragt, kriegt eine dumme Antwort. Ja, Freunde, man muss tatsächlich unter Leute gehen. Oder, wenn ihr ausgehen wollt, geht mal zum Arzt. Ihr könnt was erleben. Ohren auf, Augen auf, immer. Ich saß bei meinem Arzt im Badezimmer. Nee, plötzlich sagt eine gegenüberliegende Dame, oh, sagst, ich glaube, mein Fuß ist eingeschlafen. Ich sag, nee, die Gefahr, den Geruch dazu urteilen müsste der schon tot sein. Mein Arzt ist eine Kanone, kann ich euch sagen. Der hat jetzt kürzlich einen 3 Wochen auf Gelbzucht oder so, bis er plötzlich feststellt, das ist ein Chinese. Irre Typ. Kommt eine Frau zum Psychiater. Der Psychiater nimmt sie an die Brust, reißt sie die Kleider runter, zwingt sie auf die Couch, auf diese Knutschkiste, nicht? Geht mit in den sexuellen Clinch. Die beiden ziehen sich wieder an, sagt der Psychiater, so gnädige Frau, das war mein Problem. Wirklich, ist es? Jemand eine Frage dazu? Kommt einer zum Arzt, sagt der Doktor, könnt ihr mich mal untersuchen? Ich habe das Gefühl, alle Leute ignorieren mich. Sagt der Doktor, der Nächste bitte. Macht der Doktor, na mein Herr, wie geht's Ihnen? Ach, sagt er, uns geht's gut. Ja, wieso uns? Das hat er meinen Gonokokken und mir. Wo haben Sie die Dinger denn her? Herr Doktor, ob Sie es glauben oder nicht, von einer Nonne. So, was haben Sie dagegen unternommen? Sagt er, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ihr müsst tatsächlich unter Leute gehen. Ich sage euch das immer wieder. Zauberhafte Sachen kann man erleben. Ich war kürzlich eingeladen auf einer Party. Das ist ja modern, heute, man geht ja auf Partys. Das war eine stinkfeine Party bei Milliardären. Ich meine, ich habe nichts gegen Milliardäre, die sind ja auch mal ganz klein angefangen als Millionäre. Und das war in der holsteinischen Schweiz und ich bin also dorthin gefahren. Ich habe so ein ganz kleines Auto, so links und rechts meine Genitalien in Gold drauf. Ein irres Auto, also wenn man links den Scheibenwischer rausmacht, kommt aus dem Reserverad das Wort zum Sonntag. Also ein unwahrscheinliches Auto. Ich bin also dann hochgefahren, diese Terpentinen, zu dieser Villa. Zu beiden Seiten standen die großen Kadaver. Nicht? Die gnädige Frau kam mir entgegen im bordellroten Kleid. Ja, das war eine stinkfeine Person. Die hatte einen Ring auf, so in der Mitte so einen großen Rabbiner drumherum, viele kleine Antisemiten. Ja, das waren feine Leute, die konnten jeden Abend in der Prostitutionsloge sitzen. Ja, bitte, die hatten so ein kleines, aber gut gehendes Herreninfektionsgeschäft und... So im Laufe dieser Party kam ich dann auch mit der gnädigen Frau ins Gespräch und fragte sie, gnädige Frau, waren Sie dieses Jahr denn schon im Urlaub? Also sie, an sich hatte mein Mann mir ja eine Weltreise geschenkt, aber ich wollte dann doch woanders. Ich sag, wo waren Sie denn? Wir waren in Italien. Haben Sie sicherlich den Brenner überfahren? Ja, sagt sie, wir haben mal überfahren, aber ob der Brenner ist, also... Ich sag, gnädige Frau, wenn Sie schon in Italien waren, dann sind Sie doch in Rom gewesen. Ach, sagt sie, Rom, ist das eine zauberhafte Stadt? Ich sag, waren Sie auch im Kapitol? Nein, im Kino waren wir nicht, das war uns zu heiß. Gnädige Frau, waren Sie denn auch im Vatikan? Hm, im Vatikan waren wir auch. Na, wie hat Ihnen denn der Papst gefallen? Ach, wissen Sie, er ist ja ein furchtbar netter Kerl, nicht? Aber Sie, du... Ich sag, gnädige Frau, wenn Sie schon in Rom gewesen sind, ist noch ein Katzensprung rüber nach Venedig. Ach, sagt sie, Venedig. Oh, so die Säufer. Aber immer schlechtes Wetter, die Straßen standen ewig unter Wasser. Und in einer Ecke, das war also schon früh morgens, da standen 3 Pinguins. Das war international da, das waren Ami, Schotte und Franzose. Die standen so in der Ecke und fassten und einer gab mehr als der andere. Sagt der Ami, wenn wir haben bei uns in Amerika Clubabend, wir reiten in die Prairie auf unserer Farm, wir legen Revolver an Garderobe ab, wir speisen wie die Nieren, wir legen anschließend Revolver neben Teller, wir halten Revolver an Schläfe, Risiko, ein Revolver ist geladen. Das hat er da oben, wir haben bei uns in Schottland Clubabend, wir
fahren mit eigener Wagen in die schottischen Berge. Serpentinen hoch, oben Bungalow, wir speisen wie die Nieren. Wir fahren anschließend runter mit eigener Wagen, Risiko. Aus einem Wagen sind Bremsen ausgebaut. Von der Franzose. Und wir haben bei uns in Frankreich gewartet. Wir machen ein wenig Suppe. Plötzlich kommen Negerinnen, so viele Negerinnen wie Clubmitglieder. Sie machen Striptease. Und wenn sie sind, plötzlich nagelig. Sie schlüpfen bei uns unter Tisch und machen ein wenig, wie sagt man, L'amour français? Sagt der Schotter, und Warren ist Risiko. Sieht der eine ist Kannibale. Jäger geht in den Wald, trifft da drei Zwerge. Sagt er, was macht ihr denn hier? Sagt er, wir arbeiten hier. So. Wer seid ihr denn? Sagt er, wir sind die sieben Zwerge. Sagt er, hör mal zu, ihr seid doch nur zu dritt. Ja, sagt er, eine, keine Leute, keine Leute. Ja, ich möchte mich also damit. Na ja, und bitte, bitte, wir kommen ins Unendliche. Danke, danke. Ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal verbleibe ich hier. Fritz Asmussen. Viele Mädchen ja zum Lieben, aber heiraten nicht. Fröhlich. Lacht mal wieder. Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht. Man soll die Feste feiern, wie die Mädchen fallen. Aber nicht übermütig werden, nicht? Das Loch, auf dem ihr heute lustig pfeift, kann morgen schon euer letztes sein. Es ist nicht einfach in unserer heutigen Zeit, das weiß ich. Wir leben ja mit den drei großen F. Fernsehen, Filz, Pantoffel, Flaschenbier. Nicht? Und wenn wir ehrlich sind, im Fernsehen gibt es doch Sendungen, bei denen man seine eingeschlafenen Füße beneidet. Ist das nicht so? Also ich habe bei den Fernsehleuten immer so den Eindruck, als wären die noch nicht mal aufgeklärt. Also täglich zeigen sie uns, wie man Menschen umbringt, wie man welche macht. Das haben die uns noch nie gezeigt. Ist das nicht so? Nein, nein, nein. Sehen Sie, ich habe einen kinderreichen Bekannten, der hat so 12 bis 15 Kinder, hatte etwa. Bei dem habe ich immer Angst zu fragen, was gibt's Neues? Nee? Ich traf kürzlich einen guten Freund und er erzählte mir mit strahlendem Gesicht, meine Frau erwartet ein Kind. Ich sag so, hast du schon jemanden in Verdacht? Nicht kürzlich traf ich ihn wieder und er sagte, sag, meine Frau mich verlassen hat, kann ich nicht mehr schlafen. Ich sag so, sehr hast du sie geliebt? Nee, sie hat mein Bett mitgenommen. Ich glaube, wir merken es schon so ein bisschen, das sind alles Themen aus dem Leben gegriffen und das soll der rote Faden sein. Dinge aus dem Leben gegriffen. Nicht, wie sich die beiden jungvermählten Frauen nach der Hochzeitsnacht treffen, sagt die eine, ich wusste gar nicht, dass man sich so amüsieren kann, ohne zu lachen. Nicht? Oder wie sich zwei andere Frauen treffen, sagt die eine, hör mal zu, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe so das Empfinden, du bist ein bisschen voller geworden. Sagt sie, was heißt hier voller? Ich bin im vierten Monat. Sagt sie, und wer ist der Vater? Ach, die kennst du alle nicht. Nicht? Ja, Freunde, ich möchte mich aber trotzdem noch vorstellen heute. Ich wurde in meiner Kindheit getauft auf den Namen Fips Asmussen. Geboren wurde ich zu Hause. Ja, meine Frau Mama kam erst ins Krankenhaus, als sie mich sah. Ich bin ja
Ich bin ja halb Barmbeker, halb Pöseldorfer. Barmbeker durch meine Mutter und Pöseldorfer durch einen guten Freund meines Vaters. Schon unsere Hebamme Mechtel Zangerle sagte damals, ich war vom ersten Augenblick an beliebt bei allen wie ein Kaktus am Nackbadischer. Ja, ich habe in meiner Kindheit so viel Grünzeug essen müssen, ich habe mich mit den Kaninchen geduzt. Ja, bei mir geht ja alles übers Rücken, marktbedingte Reflexe, Leitmilieu geschädigt. Ich habe auch jetzt einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen beim Fernsehen, 24 Monatsraten in Farbe. Bekannt geworden bin ich durch meine epochemachenden Schüttelreime. Zum Beispiel, ein Laubsägenbastler aus Zwolle, der baut seiner Frau eine Jolle. Sie segelt aufs Meer, die Brandung war schwer, bei Borkum versank dann die Rolle. Ne? Das sind eben Themen echt aus dem Leben gegriffen. Oder sehen Sie, ein Bekannter von mir, der ist so in dem Alter, von dem muss ich Ihnen erzählen, der ist so in dem Alter, wo einem das Gras schon aus der Hose wächst. Also der sieht so aus, als wäre ihm der Sargdecker schon so ein paar Mal ins Gesicht gefallen. Ich kenne das. Ganz moderner Typ, der trägt eine Frisur, die würden andere sich nur in den Achselhöhlen leisten. Also ein ganz toller Typ. Ja, er lebt so nach dem Motto, lieber ein Zepter in der Hose als eine Krone im Mund. Also, Nee, und zerstreut ist der Bruder. Manchmal kommt er nach Hause, kneift seiner Frau in die Wange und sagt, na, Kleiner, haben wir es nicht schon irgendwo mal gesehen? Morgens nach dem Aufstehen, der ist so zerstreut, morgens nach dem Aufstehen küsst er immer die Wärmflasche und versucht anschließend Dackel im Waschbecken zu entleeren. Also, ja, nee, der ist zerstreut. Und faul ist der Bursche. Der hat in seiner Hochzeitsnacht hat der auf ein Erdbeben gewartet. Okay. Und er hat eine ganz tolle Wohnung, das muss ich Ihnen erzählen, eine ganz tolle Wohnung, toll eingerichtet im Vampirstil, mit Gelsenkirchen, der Barock, wunderschön. Und ja, überall liegen echte Perverse, auf den Tischen so achtarmige Kadaver, die Wände, Makaroni getäfelt, wunderschön. Und gleich links, wenn man reinkommt, steht das Handtuch, nicht? Und ja, die Wohnung ist so klein, wenn die Sonne reinscheint, muss man rausgehen, das ist also unwahrscheinlich. Und den haben auch fließend warm und kalt Wasser von den Wänden. Und ja, die Wohnung ist so feucht, die fangen mit der Mausefalle Forellen dann. Also ganz toll. Und ich traf ihn kürzlich bei einem gemütlichen Beisammensein der katholischen Briefträger anlässlich des diesjährigen Muttertages. Und er sagte zu mir, sag mal, wusstest du, dass Küssen blind macht? Sagt er, wieso denn das? Ja, ich habe gestern eine 18-Jährige geküsst. Ich kann heute meine Frau nicht mehr sehen. Ich sag, hör mal zu, du warst früher so ein ausgehwilliger Fan und das war also doll und Kegel, aber du kommst überhaupt nicht mehr. Was ist los? Warum nicht? Ach, sag doch, weißt du, du kennst doch meine Frau. Jedes Mal, wenn ich losgehe, macht sie Trappel, macht sie Ärger. Weißt du, ich hab die Nase voll. Ich gehe jetzt nach Hause von der Schicht, weißt du, Beine hoch, ne? Flasche Bier, Fernsehen, hab ich meinen häuslichen Frieden. Ich sag, bist du kein Kerl. Du musst mal zu Hause mit der Faust auf den Tisch hauen, beiß deiner Frau mal eine Beule in den Bart, mach mal was, zeig ihr mal, wer der Herr im Hause ist hier, das muss doch mal... 14 Tage später, wer kommt zum Kegel am Erb? Stolz wie ein Spanier, geschwellte Wurst. Ich sag, na, hat es funktioniert? Hast du mal richtig? Das ist überhaupt kein Ausdruck, muss ich dir erzählen. Das klingt einem Weltuntergang. Ich komme nach Hause. Tür, die knallte. Weißt du, ich Geschirr rausgerissen, mit der Faust auf dem Tisch, du die Gardinen runtergerissen. Da war was. Ich sag, ja, richtig. Und deine Frau, was hat sie gesagt? Sagt, da weiß ich nicht, die kommt morgen aus dem Urlaub. Und das ist auch sehr schön, er ist in so einer Holzgroßhandlung angestellt, das muss ich Ihnen unbedingt erzählen, und hatte dort also 25-jähriges Dienstjubiläum. Der Chef überreichte ein Präsent und sagte, herzlichen Glückwunsch, wir sind sehr stolz auf Sie. Sagt der Chef, einen Moment, darf ich Sie unter vier Augen sprechen? Ja, natürlich, was gibt's denn? Chef, ich muss Ihnen etwas gestehen, ich habe in den 25 Jahren jeden Tag solche Aktentasche voll Holz mit nach Hause genommen. Immer zu, ist ein großes Unternehmen, das ist doch lächerlich, so eine Akten. Der überlegt kurz und sagt, jeden Tag eine Aktentasche voll. Sie haben hier ja Waggon Holz geklaut. Der geht am nächsten Tag zum Fahrer, sagt, ich möchte beichten. Ja, was gibt's denn, Bruder? Wissen Sie, ich bin in so einer Holzgroßhandlung, ich bin noch 25 Jahre und ich habe da einen Waggon Holz geklaut, sagt der Fahrer, Menschenskind, wie können Sie aus solchen Quatsch machen? Mensch, wenn Sie jeden Tag eine Aktentasche voll mitgenommen hätten, wäre das gar nicht aufgefallen.
Ja, mit dem Bruder kann man schon was erleben. Und kürzlich wachte er auf im Krankenhaus aus einer Narkose. Er musste sich dort aufhalten, wachte auf und fing fürchterlich an zu schreien. Schwester, kommen Sie mal her hier. Was haben Sie mit mir gemacht? Psst. Sie brauchen absolute Ruhe, Sie sind schwer krank. Wir haben Ihnen einen Schlauch eingeführt, wir ernähren Sie rektal. Sagt der Schwester, haben Sie nicht noch einen Schlauch? Ja, wozu denn? Ich möchte Sie zum Essen einladen. Ja, und kürzlich kam sie nach Hause mit dem Kochlöffel. Sagt er, du bist gut, kein Tropfen Alkohol im Haus und du kaufst Möbel. Nicht? Das sind so... Ja! Sie führen also tatsächlich eine sehr glückliche Ehe. Also, wie soll ich sagen, glückliche Ehe? Also, sie wirft ihm das Trinken vor, er das Essen nach, nicht? Das, nein, ja, er sagt immer so schön, was Krupp in Essen bin ich im Trinken. Sagt er immer so schön, nicht? Das ist aber schlimm, nicht? Ich weiß. Nein, wirklich eine moderne Ehe. Nicht, also sie ist glücklich, er ist verheiratet. Nicht? Und ja, sie ist eine Seele von Kamel, so ein richtiger Panzerkreuzer mit Plüschaugen. Nicht? Ja, die hat Augen wie Männerfüße, groß, schwarz und feucht. Nicht? Ja, die ist so naiv, die hat 7 Jahre im Eros-Center gearbeitet, bis sie eines Tages merkte, dass sie anderen dafür Geld nehmen. Ja. Nein, aber wir sehen daran, Frauen sind verschieden, meine lebt allerdings noch. Trotzdem wollen wir frohen Mutes in die Zukunft sehen. Ja, da hat einer jahrelang die Rechte studiert und dann doch die falsche geheiratet. Er war Chemiker und sie suchte auch immer neue Verbindungen. Er war Jurist und sie konnte auch keinen Hängen sehen. Ja. Nein, Frauen sind etwas Herrliches, obwohl andere wieder sagen, Hauptsache, ich schlägt ein warmes Herz in der Hose. Nicht? Ist nicht so? Nee? Ja, da haben wir ein Thema wieder aufgegriffen. Heißes Eisen, ich weiß es. Kennt ihr die Übersetzung von Homosexualis? Rundstück warm. Nicht? Muss ich euch erzählen, da stehen zwei Süße stehen vor einem Juweliergeschäft. Also die Süßen, die mit anderen Feldposten nochmal, ihr kennt die Jungs, die von beiden Seiten befahrbar sind. Nicht? Sagt der eine, siehst du dort die Kette? Ich finde sie tot, schenkst du mir die Kette? Sagt er, nein, du bekommst die Kette nicht. Sagt er, bitte, schenk mir die Kette. Nein, du bekommst die Kette nicht. Sagt er, bitte, ich finde sie so schick. Naja, meinetwegen, aber dann bekommst du nicht zum Muttertag. Ja, oder Sie müssen sich vorstellen, ein schwuler Schäfer aus Schottland kommt morgens aus seinem Kästchen und fängt an, seine Schafe zu zählen und sagt, hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, good morning, darling, 9, 10, 11. Na? Pass mal auf. Oder Sie müssen sich vorstellen, auf einer Kreuzung war die Ampel ausgefallen. Ein Wachmeister stand oben auf seinem Podest in strammer Haltung und regelte den Verkehr. Sie kennen das so, nicht? Und ganz toll, unwahrscheinlich. Und da kam einer angeraten auf seinem Fahrrad, so blödes Hemd, beige Hose. Rote Socken, grüne Schuhe, gelber Schal, besonders weicher Tritt. Und da kam so angeradelt und da oben, der regelte den Verkehr und da kam der schon wieder angeradelt und der Regel, da kommt der schon wieder an, sagt der Wachmeister plötzlich, hey Sie mit dem Fahrrad, kommen Sie mal her hier. Ach, sagt er, hast du mich schon bemerkt, du Schmucker Schupo? Ja. Oder Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen sich vorstellen, in einem vornehmen, also eine Lache da hinten, kann man nur mit Gummistiefeln durch, oder? Nein, Sie müssen sich vorstellen, in einem vornehmen Club in London sitzt ein vornehmer Herr und liest die Zeitung. Der Ober kommt, eine Majestät von Ober, rot befrackt, weißes Haar, und er lässt unauffällig im Vorbeigehen ein gehämmertes Stück Papier mit dem Wappen des Hauses auf den Tisch dieses Herrn gleiten. Der Herr nimmt dieses Stück Papier und liest Folgendes. Dear Sir, werter Gast,
darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre Hose nicht ganz korrekt geschlossen ist. Ich werde mich jetzt in die äußerste Ecke unseres Etablissements begeben und werde dort ein Tablett mit erlesenen Getränken ungern fallen lassen. Logischerweise wird sich dann die Aufmerksamkeit der Gäste auf mich richten. Sie haben dann die Chance, alles zu korrigieren. P.S. I love you. Oder bei der Bundeswehr, Der Oberst schaltet die Kompanie ab und sagt plötzlich, hey, Sie, sind Sie eigentlich Männchen oder Weibchen? Ach, sagt er, an sich Männchen, aber nicht fanatisch. Nicht? Nein, apropos Bundeswehr, da gibt es ja herrliche Themen. Der Oberst geht über Kasernenhof und sagt plötzlich, hey, Sie, Gefreiter der Müller, warum grüßen Sie nicht? Sagt er, entschuldigen Sie, Herr Oberst, von wem? Sagt er, wissen Sie nicht, wer ich bin? Sehen Sie nicht meine drei Sterne? Ach, guten Tag, Herr Hennessy. Nächsten Tag treffen sich die beiden wieder. Sagt der Gefreiter Müller, warum grüßen Sie heute nicht? Ach, Herr Oberst, ich hab gedacht, Sie wären mir noch böse wegen gestern. Nee? Zum anderen sagt er beim Abschreiten der Kompanie, hey Sie, Sie sehen ja aus wie der schiefe Turm von Pisa. Woher sind Sie denn? Aus Baden-Baden, Herr Oberst. Um Gottes Willen, stottern tut er auch noch. Nee, zum anderen sagt der Gefreiter Müller, Frage an Sie, wozu ist die Bundeswehr da? Sagt Herr Oberst, die Bundeswehr ist dazu da, den Feind an der Grenze so lange aufzuhalten, bis richtiges Militär kommt. Wir merken es immer wieder, es sind tatsächlich Geschichten aus dem Leben gegriffen. Und man kann solche Sachen erleben, ich betone es immer wieder, ich sage es immer wieder, man muss die Ohren aufmachen, die Augen aufmachen. Machen Sie die Augen auf? Nur Leichenbeschauer dürfen mal beide Augen zudrücken. Ja, schwarzer Humor, ich weiß es. Ich liebe schwarzen Humor, mein Großvater war Schornsteinfeger. Ich liebe schwarzen Humor. Und ja, das ist wirklich wahr. Das war schlimm, ich weiß es. Aber schwarzer Humor, zum Beispiel auf dem Friedhof. Der Friedhofsgärtner trifft einen alten Mann auf dem Friedhof. Sagt er, wie alt sind Sie denn? Ich bin 104 Jahre alt. Um Gottes Willen, das lohnt ja gar nicht nach Hause zu gehen. Oder da kommt eine Frau in ein Beerdigungsinstitut und sagt, ich hätte gern für die Asche meines verstorbenen Gatten eine Urne, aber möglichst aus Glas. Wissen Sie, er guckte damals schon so gern aus dem Fenster. Nee? Eine andere kam rein und sagt, ich hätte gern für meinen verstorbenen Gatten ein Totenhemd. Was können Sie mir da bieten? Ja, sagt er, haben wir zwei Preislagen, eins für 8 Mark, eins für 10. Sagt er, was ist der Unterschied? Ja, das für 10 Mark ist bügelfrei. Oder denken Sie an die herrliche Geschichte, wie zwei Delinquenten in der Zelle sitzen, kurz vor der Hinrichtung. Sagt der eine zum anderen, was haben wir heute für einen Tag? Montag. Oh, sagt er, die Woche fängt ja toll. Der Pfarrer kommt und sagt, Bruder, links, gleich bist du dran, mach dich langsam fertig. Aber es ist hier bei uns so üblich, ich möchte mit dir ein Wort wechseln, so von Mensch zu Mensch. Da sagt der Delinquent, Herr Pfarrer, das können Sie sich sparen, ich bringe ihn Ihrem Chef persönlich um. Sagt der Pfarrer, wie ist es denn mit einer Tasse Kaffee vorher? Ja, sagt er, gern, aber ohne Zucker. Ich bin Diabetiker. Nee? Die machen sich auf den Weg zum Schafott, es gießt in Strömen. Der Pfarrer hält den Schirm, sagt der Delinquent, ein Sauwetter, Herr Pfarrer, was? Ja, sagt er, Sie haben das gut, Sie müssen nur hin, ich muss noch zurück. Nee? Die gehen diese Holztreppe zum Schafott rauf, es regnet glitschig, sagt der Delinquent, gefährlich, nicht? Hier kann man sich ja das Genick brechen, nicht? Oben wartet schon der Henker mit zitternden Händen, sagt der Delinquent, was ist denn mit Ihnen los? Ja, sagt er, das ist meine erste Hinrichtung. Ja, dachten Sie meine nicht? Nicht? Der legt seinen Kopf in diese Mulde, Sie kennen ja sicherlich noch diese alten Apparate von früher, nicht? Nicht? Die Menge hat sich versammelt, er entdeckt unten seine Frau und sagt, du bist auch immer dabei, wenn es was umsonst gibt, was? Nicht, das Fallbeil kommt von oben runter gerauscht. Sagt der Delinquent zum Henker, bin ich jetzt tot? Ja, sagt er, nicken Sie mal. Das ist, ne?
Das ist schwarzer Humor. Oder müssen Sie sich vorstellen, zwei Jäger gehen auf die Yacht. Im Getümmel schießt der eine Jäger dem anderen ein Auge aus. Sagt er, du, mach das gar nicht normal, dann gucke ich ihn nicht mehr an, du. Nee? Oder, pass auf, wir wollen ein bisschen beim Thema bleiben. Da sagt der eine zum anderen, pass auf, ich habe einen neuen Job in Afrika. Sagt er, was bist du? Affenkastrierer. Sagt er, was denn das? Sagt er, kannst mitkommen, ich brauche noch einen Assistenten. Sagt er, ich komme mit, was muss ich machen? Sagt er, ganz einfach. Du hast in der einen Hand ein Gewehr, andere Hand einen scharfen Wolf und an die Leine, stellst dich unter so einen Affenbrotbaum, wie die Dinge heißen. Ich krabbel rauf, schüttel die Affenballen runter, du lässt den Hund los, da beißt den Affen unten alles weg. Sagt der Mensch, das ist ja ganz einfach, aber eine andere Frage, wozu brauche ich das Gewehr? Ja, sagt er, wenn ich runterfall, dann muss ich den Hund erschießen. Ja. Er geht die Mutti mit dem Kleinsten im Hauptbahnhof spazieren, geht plötzlich an so einen Fahrkartenschalter und sagt zu dem Beamten, der dort hinter sitzt, entschuldigen Sie, mein Herr, wann geht wohl der nächste Zug nach Telse? Da setzt er seine Nickelbrille aus, holt sein dickes Buch und sagt, Telse? Telse, 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 8.21 Uhr. Sagt sie, Dankeschön. Es vergehen ein paar Minuten, kommt sie wieder mit dem Kleinen. Entschuldigen Sie, wann geht wohl der nächste Zug nach Telse? Da setzt er wieder seine Nickelbrille auf, holt sein schlaues Buch und sagt, Telse. Telse, 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 8.21 Uhr. Sagt sie, Dankeschön. Verschwindet wieder, kommt nach ein paar Minuten, sagt wieder, entschuldigen Sie, der nächste Zug nach Telse, wann geht der wohl? Das ist Telse. Telse, Telse, Sie waren doch schon zweimal hier. Ja, sagt sie, mein Kleiner hört Sie so gern reden. Ja, Freunde, oder die schöne Geschichte, sagt der eine zum anderen, hör mal zu, ich hab dich doch auf so eine Anti-Stotter-Schule geschickt. Hat das was genützt? Hast du was gelernt? Hat das was eingebracht? Wie sprichst du jetzt? Hat es was genützt? Sagt er, ja. Erzähl, was hast du gelernt? Die Glocke. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen seid zur Hand. Sagt der Mensch, Kind, du sprichst ja ganz fließend, ohne anzustoßen. Das ist ja ganz toll. Ja, ne, prima, ne, aber wann... Wann braucht man das schon? Kinder, seid fröhlich. Ich muss es immer wieder sagen, bewegt euch, geht mal wieder aus. Auch wenn man die Hände in den Schoß legt, braucht man nicht untätig zu sein. Deshalb sage ich, trimm dich fit. Nicht? Lauf mal wieder Amok. Trampel mal wieder auf den Nerven anderer herum, so nach dem Motto, aus deutschen Landen frisch auf den Wecker fallen. Macht doch mal, ja. Oder machen Sie mal Ferien. Lassen Sie sich mal von den Reisebüros verhummeln. Ja. Verleben Sie mal Ihren Urlaub mal in vollen Zügen. Fahren Sie mal mit der Bahn. Es gibt heute schon Pärchen, die verleben ihre Hochzeitsnacht im Liegewagen. Die Bundesbahn spricht dann von einer echten Zuchtnummer. Sehen Sie, ich hab mal einen Urlaub in der Karibischen See verbracht, auf einer kleinen Insel, und kam mit einem Einheimischen so ein bisschen ins Gespräch und fragte ihn, sagen Sie mal, mir fällt auf, Sie haben gar keine Uhren auf dieser Insel. Sagte, Uhren brauchen wir nicht. Ich sag, wieso denn das nicht? Dafür haben wir unsere Wasserklosetts. Wissen Sie, auf dem Markt spricht sich eine Tonne, da werden jeden Vormittag die Eimer geleert, nicht? Und wenn die Tonne voll ist, ist es 12 Uhr mittags. Ich sag, Sie mal zu, und die Zeit stimmt immer, immer nur einmal im Jahr, wenn die Pfirsichernte ist, dann gehen Sie 2 Stunden vor, du. Nicht? Und
Dann habe ich mal einen Urlaub verbracht auf Sylt, Westerland. Da stand einer an der Strandpromenade. Ich sage, was starren Sie denn so in die Brandung? Sagt er, ich warte auf die Pornowelle von Dänemark. Nicht? Und diesen Urlaub wollte ich dann aber doch mit meiner mir zugemuteten anderen Hälfte verbringen. Natürlich nicht in Paris. Also mit der eigenen Frau nach Paris fahren, das ist ja genauso, als wenn man mit einer Flasche Bier in die Kneipe geht. Das ist so. Ja, Paris ist ja die Stadt der Liebe. Bekannter sagte zu mir, ich fahre nächste Woche nach Paris. Ich sage, du nach Paris, du kannst auch kein Wort Französisch. Oh yes. Ich sage, oh yes, Mensch, das ist doch Englisch. Was, sagt der, Englisch kann ich auch? Nicht? Aber Freunde, selbst wenn man kein Französisch kann, braucht man nicht gleich die Harpune ins Seegras zu schmeißen. Sehen Sie, wie sagte schon Kokain, der Bruder von Abel? Das Ei des Kolumbus ist auch nicht an einem Tag vom Himmel gefallen. Sehen Sie, ich war kürzlich in Paris mit meinem Club. Ich bin in so einem Club, der heißt die Wandervögel. Da gibt es zwei Gruppen, die einen wandern, ich bin bei der anderen Gruppe. Und wir waren also nach Paris. Es waren herrliche Tage in Paris. Also gleich als wir ankamen, haben wir einen Schoppen Kakao im Louvre getrunken. Ja, die Kneipen muss man da unten kennen. Man muss ja auf dem Laufenden sein. Und dann saßen wir so in den Nachmittagsstunden so am Champs Négligé. Sie kennen diese Ecke. Am Place de la Confuse. Wunderschön. So von fern klang das Glockenspiel des Eiffelturms herüber. Es war also wunderschön. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ich denke, da beißt dich doch der Zeisig, rollt so eine gut gebaute Gelegenheit auf mich zu, mit onduliertem Gang, kniefrei bis zum Ohrring, die prallen Reklamehügel auf Angriff getrimmt, so nach dem Motto, mach Gevatter, wir essen zeitig, die Nacht ist die Mutter der Sünde. Das war keine Protestantin, das war eine Prostituierte. So eine ausgewachsene Asphaltdrossel. Sie wissen, was eine Asphaltdrossel ist? Das ist eine Asphaltdrossel ist ein Mädchen, das genauso viele unsichtbare Fingerabdrücke hat wie ein 10-Mark-Schein. Nee? Und ja, und unter ihren Wimpern heraus traf mich eine stahlharte Optik. Also das war ein Blick, wie soll ich sagen, das war ein Blick wie in anderer Leute Hose. Also ganz, ganz schlimm. Und ich hoch, wie von der Tante Ella gestochen. Und sagte mit einem frivolen Stich ins Pikante, ah, oh, Mademoiselle, si vous pleite. Oh, sagt sie, allemang. Ich sage, nicht allein, die anderen warten so lange. Und dann sagte sie, chérie, chérie, wir machen l'amour, wir machen Liebesspiele. Ich sage, ich verbinde mir diese Extremitäten. Chérie, wir machen Kuckuckspiel. Ich sag, was für ein Spiel? Kuckuckspiel. Ich sag, das kenne ich nicht, das spielen wir. Chérie, du müssen wissen, wenn ich rufe ein Kuckuck, du werf ein Kleidungsstück zu mir herüber. Wenn du rufe ein Kuckuck, ich werf ein Kleidungsstück zu dir herüber. Ich bin da ein kleiner Kösbad und das hatte ich sofort begriffen. Und wir rauf in ihr Hotelzimmer, in ihre Keimzelle. Sie stellte so zwischen uns so eine spanische Wand, nicht? Und schon ging das los, nicht? Kuckuck hier, Kuckuck da, die Fetzen flogen, meine Schießer, ihre Slockies, weißt du, das Ding. Und plötzlich stand ich da, barfuß bis zum Hals, ich hatte nur so ein kleines Watte im Ohr, nicht? Und rief, Kuckuck, nichts passiert. Ich sag, Kuckuck, nichts. Ich guck um die Wand rum, da war die Kleine verschwunden mitsamt meinen Klamotten. Ja, sei doch mal ruhig. Und ich im fremden Hotelzimmer, nackt im fremden Hotelzimmer, ich sah aus, als hätte mich eine alte Frau vom Nachttopf geschubst, also... Ja, unwahrscheinlich. Ich stand da und ich denke, oh, du dicke Tante, was nun machen? Nee, ich, Bruder von Methusalem, sagte ich zu mir, lass deine kleinen grauen Zellen mal arbeiten. Nee? Und ich gucke aus dem Fenster, gingen unten 5 Buddhisten vorbei, alle mit dem weißen Umhang im Gebet versunken. Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Bettlaken um, runter am Portier vorbei, will mich gerade in die Kolonne einreihen. Da dreht der Letzte sich um und sagt, na, auch Kuckuck gespielt. Ja, Freunde, Paris ist eine Reise wert, kann man da nur sagen. Ne? Aber wie gesagt, mit der eigenen Frau bin ich dann doch in den sonnigen Süden gefahren. In den sonnigen Süden nach Italien, in das Land der deutschen Frauen. Und ja, wir hatten ein sehr blumiges Angebot von Fleurop. Ja, wir reisen sehr gern mit Fleurop und Italien ist ja schön, wir haben ein Klima da. Und fahren Sie mal nach Italien. Machen Sie mal eine schöne Wanderung, so mit der Pizza im Rucksack über die Parmesanfelder. Hm? Nehmen Sie vielleicht so ein
kleines Sonnenbad am Lido von Venedig, machen anschließend eine kleine Gondelfahrt durch die Latrinen. Hey? Also wir waren nicht in Venedig, wir waren in Pommes frites oder in Influenza. Das liegt dabei, kann es. Kann es warm sein, kann es kalt sein. Sie kennen diese Ecke? Sehr schön. Und wir kommen an die Rezeption in unserem Hotel. Ich sage, ich hätte gerne ein Doppelbett mit etwas Zimmer drumherum. Sagt er, mit Bad? Ich sage, wieso bin ich keine Forelle? Sagt er, sind Sie verheiratet? Ich sage, natürlich, alle beide. Ich sage, wie sind die Preise bei Ihnen? Sagt er, 5 Mark und 8 Mark. Ich sage, was ist da ein Unterschied? Ja, sagt er, im Zimmer für 8 Mark stehen Mausefallen. Aber ein ganz vornehmer Laden. Wir ließen unsere Koffer nach oben bringen, hörten oben im Zimmer gleich ein kleines Geräusch. Ich sagte, das sind bestimmt Ihre Mäuse. Nein, das ist Ihr Nachbar, der isst gerade Knäckebrot zum Frühstück. Nicht? Ja, vom Balkon hatten wir einen herrlichen Blick so über die Zuckerraffinerien und die Landebahn der Düsenklipper. Es war also wunderschön, genau wie es im Prospekt stand. Also sehr schön. Und im Schlafzimmer stand auch eine Blumenvase. Ich sage, was soll denn der Quatsch hier, Blumenvase im Schlafzimmer? Ja, sagte, ich habe gedacht, damit etwas im Schlafzimmer steht. Und wir haben also dann aber sehr schön, wir haben also sehr schön geschlafen, es war eine ruhige Nacht und es war also wunderschön. Morgens wurden wir sehr zart geweckt über Lautsprecher von einer Damenstimme. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, nun wieder auf Ihre eigenen Zimmer zu gehen? Nicht? Halbe Stunde später die gleiche Stimme. Meine Herrschaften, darf ich Sie bitten, die Laken rauszuhängen? Wir wollen die Kaffeetische decken. Nicht? Wir gingen raus. Nicht? Wir hatten am Abend unsere Schuhe so vor die Tür gestellt, das macht man ja in vornehmen Häusern, die standen genauso schmutzig da, wie wir sie hingestellt hatten. Ich sag zur Direktion, das ist doch keine Art und Weise, die Schuhe stehen genauso da, wie sie hingestellt haben. Ja, bei uns ist noch nie was geklaut worden. Ne? Ich sag sonst aber wunderbarer Service bei Ihnen, zum Beispiel die Waschlappen am Becken, eingesteckt G und A, man weiß sofort, wofür sie zu verwenden sind. Sagt er, hoffentlich haben Sie es richtig gemacht. Ich sage, natürlich steht er drauf, G-Gesicht, A, alles klar. Nein, sagt er, umgekehrt, A, Antlitz und G-Gesäß. Ja, und dann gingen wir zum Frühstücken und schon unten gleich ein Schild, warme Speisen im ersten Stock. Ich sage, Herr Ober, wo speisen denn die Normalen hier bei Ihnen? Wir haben allerdings sehr schön gefrühstückt, Pommes de Bordel, kennen Sie diese Kartoffelpuffer oder Beef de Match, kennen Sie Frikadellen, nicht? Und kam auch ein kleiner Klacks Honig mit auf den Tisch. Ich sag, ach, eine Biene halten Sie auch? Und dann kam die Rechnung. Ich sag, ist da ein Grundstück mit drin oder was? Nee? Aber, Freunde, warum in die Ferne schweifen? Fegen Sie doch mal vor der eigenen Tür. Wenn wir ehrlich sind, wir erleben ja zurzeit eine Inflation der Gefühle unterhalb der Bildung. Und man muss nicht unbedingt dagegen sein. Ich sage immer, eine gesunde Verdorbenheit ist besser als eine verdorbene Gesundheit. Nicht? Nein, nein, pass auf. Es ist doch wahr. Sehen Sie, ich ging kürzlich in eine Buchhandlung, nicht? Und sagte zur Verkäuferin, ich hätte gern ein Buch so ohne Sex, wissen Sie, ohne Klamauk, ohne Perversion. Haben Sie da irgendetwas? Ja, den Fahrplan der Bundesbahn. Das ist ja... Ja, und da kam einer rein und sagt, Fräulein, ich hätte gern das Buch Die Unschuld. Haben Sie das noch? Das weiß ich nicht, muss ich meinen Chef mal fragen, der ist gerade hinten. Chef, haben Sie hinten noch Die Unschuld? Ja, wenn Sie sie vorne nicht mehr haben, ich habe sie hinten schon lange nicht mehr. Nee? Ja, wir brauchen doch nur mal, das passt an unsere Zeit, wenn wir nur mal den Anzeigenteil unserer Tageszeitung aufschlagen. Nicht? Da bieten doch Masseusen, Fotomodelle, ne? Bieten doch spaltenbreit ihre Dienste an. Ist es nicht so? Ja. Haben Sie die Anzeige gelesen? Dame mit großem Balkon sucht Herrn mit Gartenkenntnissen und Gießkanne. Oder die andere Anzeige war auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob Sie die gelesen haben. Ich tausche harten Stuhl gegen weichen Sessel. Nicht? Oder wie gesagt, ich mache es sehr gern. Man muss ja überall dabei sein. Ich gehe sehr gern ins Kino. Ich war jetzt in meinem Puschenkino. Da gab es einen Film der United Dilettantes Corporation. Es war also sehr schön. Stand groß dran draußen. Das Hemd der Jungfrau wegen des großen Erfolges verlängert. Und... Nicht und...
Und vor dem Kino, da standen so zwei Teenager, sagt die eine, ich kann leider nicht mit rein, der Film ist erst ab 18 zugelassen und außerdem habe ich niemanden, der auf mein Baby aufpasst. Ja, ja, Leute, mit Pille wäre das nicht passiert, ne? Ich bin ja also für die Pille. Sie ist das einzige Mittel, die Jugendkriminalität schon im Keim zu ersticken. Nicht? Ist ja. Okay. Kennt ihr das Gegenteil der Anti-Baby-Pille? Fruchtdrops. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vor kurzem gelesen habt, da haben die eine Apotheke ausgeraubt. Sämtliche Lagerbestände, bis auf die Haarshampoos und die Anti-Baby-Pillen. Und die Polizei sucht jetzt nach einem glatzköpfigen Katholiken. Oder so. Nee, und wir müssen mal ins Kino zurückgehen. Und vor dem Hauptfilm laufen ja dann, und das finde ich immer so interessant, diese Werbefilme so. Bauknecht, der Weißmacher für ganz nahe Momente, weiß, was grüne Witwen wünschen. Grüne Witwen halten sich länger grün, wenn sie zweimal täglich in Chlorophyll baden. Oh. Nee, oder Fußpilz, der Edelpilz für den verwöhnten Gaumen. Nicht? Oder diese Spirituosen, diese Whisky-Werbung, kennen Sie doch. Lieber blond und eng statt black and white. Nicht? Oder was? Oder Sex allein, das neuartige Schönheitsbalsam, stärkt die Hängenden, hebt die Gefallenen und gibt dem Po eine gesunde Gesichtsfarbe. Nicht? Ich habe zum Beispiel jetzt an einem Schönheitssalon ein Schild gelesen. Ja, ich habe an einem Schönheitssalon ein Schild gelesen. Meine Herren, sprechen Sie keine Dame an, die dieses Haus verlässt. Es könnte Ihre Großmutter sein. Nicht? Ja, es ist also tatsächlich was dran. Wer denkt zum Beispiel heute noch an die Ehe außer den Priestern? Es gibt heute schon Pärchen, die heiraten nur, weil ihnen die Hochzeitsnacht so gut gefallen hat. Nicht? Selbst ein Dreiecksverhältnis ist heute etwas ganz Normales. Wissen Sie, was ein Dreiecksverhältnis ist? Also, wie soll ich sagen, also wenn der Ehemann sich in den Jugendfreund seiner Frau verliebt. Sehen Sie, Bekannter sagte jetzt zu mir, meine Frau will sich scheiden lassen wegen seelischer Grausamkeit. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Jeden Morgen bringe ich ihr den Kaffee ans Bett, sie braucht ihn nur noch zu malen. Nee? Ja, ja. Bitte, wie sagte schon Fellini, der Erfinder des Pelzmantels? Morgenstund ist aller Laster Anfang. Ist es nicht so? Sehen Sie, ich fange zum Beispiel morgens nie etwas mit meiner Frau an. Erstens ist das schädlich für die Stimme, zweitens ist gut für die Gesundheit und drittens weiß man nie, wen man nachmittags noch trifft. Nicht? Es gibt heute Hungerkünstler, die haben Mitesser. Nicht? Heute reden alle von Karies, nur die Mundfaulen nicht. Ich kenne zum Beispiel einen Koch, der lacht beim Zwiebelschneiden. Ich kenne eine kalte Mamsell, die trägt bei der Arbeit heiße Höschen, obwohl der Koch warm ist. Ist es nicht eine verrückte Zeit? Nee, da kommt zum Beispiel ein Feuerwehrmann auf seine Sparkasse und sagt, ich möchte gern mein Konto löschen. Es ist schlimm. Und alles wird teurer. Alles, sogar das Rasieren. So hat mein Friseur, ist doch kein Wunder. Bei den ewig steigenden Preisen kriegen die Leute auch immer längere Gesichter. Nee? Ja, das Einzige, was nicht teurer geworden ist, das Freibier. Das wissen wir. Das Einzige. Nee, ich kenne zum Beispiel Bekannte, die sind so arm, bei denen kommen die Mäuse mit verheulten Augen aus dem Kühlschrank. Es gibt heute Ehefrauen, die vergiften ihre Männer, nur weil sie kein Geld für die Scheidung haben. Nee? Ein Bekannter von mir ist jetzt splitternackt zum Finanzamt gegangen. Hat gedacht, so können sie dir wenigstens nichts wegnehmen. Irrtum. Der kam wieder raus, vorn und hinten eine Siegelmarke stand drauf, Gas und Wasser abgestellt. So verrückt ist unsere Zeit. Oder denken Sie an die beiden Pfarrer. Die beiden Pfarrer in Castrop-Rauxel. Sie kennen Castrop-Rauxel, das ist also, soll ich sagen, also wenn man da niest, fallen einem jedes Mal zwei Briketts aus der Nase. Sie kennen. Also zwei Pfarrer in Castrop-Rauxel läuten die Dunstglocke.
Plötzlich sagt der eine, nichts mehr los, keine Beerdigung, keine Hochzeit. Nee, sagt der andere, wenn ich nicht bis um das Volk gehen würde, hätte man keine Taufen mehr. Nein, da kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Ja, warum denn nicht? Ich bin blind. Kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, sind Karpfen gesund? Ja, bei mir war noch keiner in Behandlung. Ist das nicht schlimm? Ja, ist ja was dran. Machen Sie mal einen schönen Nachmittag. Gehen Sie mal zum Arzt. Ich war bei meinem Hausarzt. Mein Hausarzt ist eine Kanone. Sagt er, was fehlt Ihnen denn? Ja, ich habe jeden Morgen um 6:30 Stuhlgang. Ja, so eine wunderbare Sache. Wer hat das denn noch? Ja, ich wach da erst um 8 auf. Sagt er, was fehlt Ihnen sonst? Ja, Herr Doktor, ich habe so ein bisschen mit der Galle. Oh, sagt er, das ist bitter. Ja, sagt er, dann ziehen Sie sich mal langsam aus. Ich sage, Herr Doktor, Sie glauben mir wohl nicht, was? Habe ich mich also ganz langsam entblättert. Der Doktor rümpfte gleich die Nase. Sag, mein lieber Freund, Sie sollten mal ein Bad nehmen. Ich sage, Herr Doktor, ich bade täglich. Dann sollen Sie mal das Wasser wechseln. Nicht? Also man muss mal zum Arzt gehen, um solche Sachen zu erleben. Oder das ist also schön. Nicht? Wenn man braucht ja gar nicht weit zu gehen. Man geht um die Ecke in seine Stammkneipe. Nicht? Man geht da rein. Ich mir meine Stammkneipe, ich komme rein. Da ruft der Wirt mir gleich eine. Pips, sagt er, du hast noch 10 Bier stehen. Ich sag, kipp sie weg, die schmecken noch nicht mehr. Nicht? Und da saß einer am Tresen, nicht? Der war voll, der war so richtig auf so eine Dornkartmine getreten. Ihr kennt das nicht? Er war voll, nicht? Und neben ihm stand so ein Jägersmann mit seinem Pinsel am Hut und seinem Adler über, nicht? Na, Jägersmann, was geschossen? Sagt er, natürlich ein Achter. Mit Steuermann? Nicht ein anderer kam stinkvoll rein. Herr, wir haben Bier. Sagt er, Sie kriegen nicht mehr zu saugen, Sie haben ja einen Hängen. Oder die harte Bedingung hier. Und das ist noch so eine Kneipe, das ist noch so eine von diesen alten Kneipen, so mit der Drehtür. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Dinger noch kennt. Ganz toll, und da kam so einer kurz vor Feierabend, kamen wir also rein. Moin, Herr, wir haben Bier. Sagt er, Sie kriegen es mehr zu hin, wir sind voll wie eine Hacke. Außerdem haben wir Feierabend, also ganz schnell raus. Kann für mein Geld auch woanders saufen. Wiedersehen. Wieder rein. Moin. Hier haben wir. Sagt er, ich habe dir eben schon mal gesagt, sie voll wie eine Hacke. Und außerdem haben wir Feierabend, also ganz schnell raus. Kann für mein Geld auch woanders saufen. Wiedersehen. Wieder rein. Moin. Hier haben wir. Sagt er, jetzt platz mit leichter Kragen. Ich habe ihn schon 2-3 Mal gesagt, sie sind voll wie eine Hacke und wir haben Feierabend, also raus. Guckt er den Wirt von oben bis unten an und sagen Sie mal, gehören Ihnen hier alle Kneipen in der Gegend? Nicht? Und einer war voll, wie er war, setzte sich natürlich hinter den Feuilleton seines Wagens, nicht? Und fuhr also los auf der nächsten Kreuzung, wird er angehalten, sagt der Wachmeister, Mensch, das Kind noch mal, haben Sie die Pfeile nicht gesehen? Wieso, Herr Wachmeister, sind Sie Indianer, oder? Nicht? Ein anderer Unfall auf der Kreuzung, aus einem Wagen stiegen 4 Herren aus, alle stinkbesoffen. Sagt der Wachmeister, na, meine Herren, ganz ehrlich, wir hatten am Steuer gesessen. Sagt der eine, Herr Wachmeister, ist das komisch, wir haben alle 4 hinten gesessen. Freunde! Sie werden jetzt sehr überrascht sein, ich mache jetzt in Kölnisch Wasser. Ich verdufte. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal als Ihr Quasselfilou von der Wasserkante Fips Asmussen. Tschüss!
danke für den warmen Einlauf. Das ist ja also herrlich. Ich muss mich gleich bei euch entschuldigen. Ihr merkt es schon ein bisschen. Ich fühle mich heute Abend wie eine Scheibe Vollkornbrot, so ein bisschen belegt. Und nicht, dass ich auf einem nassen Lappen gesessen habe, aber wir sind die ganze Nacht im warmen Bett und dann morgens in der Kälte nach Hause. Das ist hart, das kann ich euch sagen. Ich war heute Nachmittag noch beim Finanzamt, hab gefragt, brauche ich als Schizophrener eigentlich eine zweite Steuerkarte? Das sagte er natürlich, wenn Sie beide arbeiten. Übrigens, meine Einkommensteuererklärung, die hat Ihnen so gut gefallen, die wollen dafür die Urheberrechte erwerben. Und die Beamten bei uns im Finanzamt, die haben ein neues Spiel, aber ehrlich, ganz toll, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Also da ist aber... Die Beamten, das kann ich euch sagen. Übrigens, das letzte Betriebsfest musste bei denen ausfallen. Die haben keine Kapelle gefunden, die so langsam spielt, wie die tanzen. So, Kinder, vorzustellen brauche ich mich, glaube ich, nicht. Ich war ja in der Zeitung abgebildet. Einmal von vorne, zweimal von der Seite. Und guck mal, die Schwierigen kommen nicht so an, merkst du schon? Aber ich glaube, wir werden eine Familie heute Abend. Das ist auch so knackig voll heute Abend, nicht? Habt ihr da hinten keinen Stuhl? Müsst ihr mal was einnehmen? Schön, einige... Einige Damen habe ich gesehen, auch in toller Toilette heute Abend. Wie das herrlich. Eine Dame hier ganz in weißer Bluse. Weiß, die Farbe der Unschuld. Aber die Bluse ist schon ein bisschen älter, nicht? Oder? Oh, ja, Kinder. Ihr merkt schon, ich bin immer gerne in diesem Laden hier, so einmal im Jahr, wenn wir so was Schönes machen zusammen. Ich sage, in meiner kleinsten Kneipe ist es gemütlicher als in der größten Fabrik. Und es ist, ja, es, Kinder, es ist, man kann so herrlich seinen Gaumen duschen hier und auch gute Bedienung haben die ja hier. Ich wollte ja auch früher mal Kellner werden, aber mein Vater hat damals schon gesagt, hat er gesagt, Fips, hat er gesagt, bleib ehrlich. Und er hat immer gesagt, Junge, wenn irgendwo Geld liegt, lass es liegen, es könnte gezählt sein. Und guck mal, er sagt... Kinder, da sagt der Wirt, da sagt der Wirt vorhin zu mir, mein Sohn hat einen neuen Rekord gebrochen. Das ist also kein Wunder, der frisst ja alles durcheinander. Ich weiß nicht, ob ihr den Wirt mal gesehen habt. Eine große, stämmige Erscheinung, also etwa meine Figur. Bisschen albern seid ihr heute Abend, das merke ich, aber das ist cool. Nein, aber Kinder, der war heute Nachmittag schon wieder voll wie eine Kinderwindel. Und ja, der hat ja hier diese Kürbisbowle mit ganzen Früchten. Und dabei hat er noch vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ich schluck nicht mehr, hat er gesagt, ich schluck nicht mehr, ich lass nur noch runterlaufen. Ich sag, hast du einen Grund zum Trinken? Sagt er, ja, ich feiere die Wiedervereinigung der Spalttabletten. Und ja, ich habe ihn neulich so aus Flachs gefragt, ich sag, wie kriegst du eigentlich den tollen Fleischgeschmack in deine Frikadellen? Und sagt er, du, ich glaube also hier mein Trecker humpelt, hat er gesagt. Und er hat ja ehrlich eine gute Küche, also nur die Brombeermarmelade, die schmeckt ein bisschen nach Fisch, aber sonst hat er eine sehr gute Küche. Ne? Der hat ja auch diese Poulade à la Ferrari, also dieser Flattermann, der vom Sportwagen überfahren wurde. Und er hat ja so herrliche Sprüche drauf, sagt er neu so schön zu mir, Hammond Eggs schmecken besser als Hammond Orgel. Der hat Sprüche drauf, du, das glaubst du gar nicht. Sagt er neulich, ein Schweißfuß kommt selten allein. Oder was nützt die sturmfreie Bude, wenn die Treppe knarrt? Also der hat immer... Der hat Sprüche drauf, kann ich euch sagen, das glaubt ihr gar nicht. Hat ja auch die Schnabeltasse für Linkshänder erfunden. Also alles solche Sachen, nicht? Ja, ganz toll. Ja, bei der letzten Sturmflut in Hamburg hat er seine Tränensäcke kostenlos zur Verfügung gestellt. Ja. Ein echter Snob, also seine Bildzahlung bezahlt er mit einem Euro-Scheck. Also ein echter Snob, ehrlich, die haben zu Hause auf dem Klo keine Brillen, die haben Kontaktlinsen. Das kann ich euch sagen. Kinder, was der alles für Sachen gemacht hat, sein Kanarienvogel im Gesangsunterricht bei Anneliese Rodenberger. Also, dann, ehrlich, seinen Rasen lässt er nur vom Friseur schneiden. Nicht? Er war ja früher mal selbst Friseur, hat Bilanzen frisiert. Und dann war er mal eine Zeit lang Entwicklungshelfer in einem Fotolabor. Nicht? Und der hat in Varieté hat ein paar Jahre gearbeitet als taubstummer Bauchredner. Nicht?
Der hat ehrlich beim einarmigen Fensterputzer hat er geholfen. Dem hat er mir das Ledertuch ausgewrungen. Bei einer Munitionsfabrik hat er gekündigt. Da haben sie ihm nach einer Explosion haben sie die 2 Millionen in der Luftwaffe vom Lohn abgezogen. Das wollte er nicht. Auf Sylt hat er eine Saison immer als Nah-Nah-Mann gearbeitet. Er ist immer nachts von Strandkorb zu Strandkorb gegangen und hat gesagt, das dürfen Sie ja aber nicht. Ja, aber hoffentlich wird es ein Junge. Er wollte früher ja mal Tischler werden, hatte als Kind einen Leistenbruch. Aber die letzte Zeit war er doch schon ewig, ewig besoffen, ewig voll. Also da hat er bei einer Fertighausfirma gearbeitet, die haben jeden zweiten Tag recht fest. Und ja, das ist hart, kann ich euch sagen. Da kann man mal voll und der Sprit kam man nach Hause, hat sein Hund ihn gebissen. Ne? Und der Hund ist dann an Alkoholvergiftung gestorben. Und das war ein ganz kostbares Tier, kann ich euch sagen. Der war wachsam, sowas. Ehrlich, wenn da zu Hause was los war und die haben den geweckt, aber hallo, da war aber, kann ich euch sagen, da war aber Stimmung. Sagt er, ich hab jetzt eine Entziehungskur gemacht. Das war hart, jeden Morgen auf nüchtern Magen ein Glas Wasser und das ohne Betäubung, du. Du, meine Leber glaubt, es ist schon wieder Währungsreform. Und aber er hat ja auf der anderen Seite alles, was man sich vorstellen kann. Der hat Mundgeruch, Karies, Paradontose. Nicht? Der hat also Plattfüße, chronischen Geldmangel, Hornhautversteifung. Der hat hier alles, was man... Ehrlich, den haben sie bei der Barmer Ersatzkasse mit Hängen und Würgen durch den TÜV gekriegt. Also ehrlich. Aber jetzt, Kinder, jetzt ist er bei einem sehr guten Arzt in Behandlung. Also der Arzt sagt immer, Hauptsache man stirbt gesund. Und der hat einen eigenen Friedhof. Also der hat ja... Der Arzt, eine Kanone, bei Durchfall verschreibt er einen Handstand. Das kann ich euch sagen. Der war mal bei ihm in der Sprechstunde, hat einen Holzsplitter am Finger, hat er sich am Kopf gekratzt und der war im Wartezimmer, da stand ein Skelett, sagt der Doktor, ist das Anschauungsmaterial? Sagt er, nein, Kassenpatient. Sagt er, aber was führt Sie zu mir? Sagt der Doktor, ich glaube, ich habe ein Blasenleiden. Sagt er, wie kommen Sie darauf? Ja, mein Reißverschluss ist immer so verrostet. Sagt der Herr Doktor, können Sie mir denn nicht wieder Tropfen verschreiben? Wissen Sie, die Zäpfchen haben immer so einen bitteren Nachgeschmack. Und pass auf, und dieser Doktor hat ihm ja mal diese chinesische Diätkur verschrieben. Hühnerbrühe mit Stäbchen. Ehrlich, und pass auf, Kinder, und jetzt ist der so mager, also das klappt, also wenn der sich auf einen 100-Mark-Schein setzt, gucken links und rechts 99 Mark raus. Also ehrlich, der ist so mager, der nimmt nachts immer eine Frikadelle mit ins Bett, damit die Wanzen was zu beißen haben. Das glaubt ihr gar nicht. Der sagt der Herr Doktor, wissen Sie, ich habe mal eine Frage. Ich wohne ja auf dem Lande, wissen Sie, und ich habe immer so Angst, so große Angst, dass ich mal von einer Kreuzotter gebissen werde. Was müsste ich da machen? So, das ist sich ganz einfach. Machen Sie sich einen Kreuzschnitt und dann saugen Sie die Wunde aus. Ja, sagt der Doktor, das ist ganz einfach. Aber wissen Sie, wenn ich mich nun mal reinsetze in so eine Kreuzotter, ja, sagt er, mein lieber Freund, dann lernen Sie Ihre besten Freunde kennen. Beim Rausgehen sagt der Doktor, ich habe mal eine Frage, wie sieht's aus mit mir, ganz ehrlich. Tja, ich muss es Ihnen ehrlich sagen, nicht sehr gut. Sie haben höchstens noch 3 Monate zu leben. Sagt er, Gott sei Dank, Herr Doktor, ich dachte, ihr müsst am Montag schon wieder zur Arbeit. Aber Kenner, auf sowas ist er dann doch irgendwie allegorisch. Das tut ihn mächtig traurig, denn er hat immer gesund gelebt. Die sind jeden Sonntag sind die ins Grüne gefahren. Das ist ja jetzt auch alles vorbei, seitdem es einen Sperrmüllabfuhr gibt. Und ja, immer ganz gesund, sehr sportlich, immer die Rechte studiert, ist dann Boxer geworden. Und der hat so erfolgreich geboxt, den haben sie für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Also der nach einem Kampf da, sagt er, also nach der ersten Runde, sagt sein Trainer, wenn du weiter so Löcher in die Luft haust, dann hat dein Gegner in der nächsten Runde eine Lungenentzündung. Sagt er, aber ich habe mal einen Tipp für dich. Wenn der dich wieder trifft, pass auf, dann haust du einfach mal zurück. Und in der dritten Runde geht er durch einen doppelten Rittberger, voll in den Ringstaub. Der Ringrichter fängt an zu zählen, ruft seinen Trainer aus der Ecke, bleib liegen bis 8, sagt er, wie spät ist es denn jetzt?
Ich kann euch sagen, der hat sich immer sportlich betätigt, immer. Der hat in der Schweiz hat er ins Matterhorn geblasen, dann hat er mal unter der Aufbietung seiner gesammelten Altersschwäche hat er den Butterberg von der Nordseite bestiegen und das hat noch keiner geschafft. Dann war er ja mal als Großwildjäger in Afrika, sagte Afrika, so heiß, so trocken, das glaubst du gar nicht. Die müssen die Briefmarken mit der Büroklammer festmachen. Da war er mit dem Freund auf Löwenjagd und das glaubt ihr gar nicht. Und die haben sich so eine Hütte da gebaut in der Steppe. Nicht? Und dann sagt er, du warte schon mal hier, ich geh schon mal los. Er mit dem Gewehr haut sich in die Steppe. Plötzlich, er dreht sich um, hinter ihm ein riesiger Löwe. Denkt er, wenn du jetzt durchlädst, die Knarre runternimmst, dann ist der Löwe längst über dich hergefallen. Der denkt, einzige Möglichkeit abhauen. Und er rennt auf die Hütte. Der Löwe kommt immer näher. Kurz vor der Hütte fällt er voll auf die Schnauze. Der Löwe über ihn weg, durch die offene Tür in die Hütte. Der zieht von draußen die Tür zu und ruft seinen Kollegen rein, zieh ihn schon ab, ich hol den Nächsten. Was der alles geschossen hat, das glaubt ihr gar nicht. Der hat ein extra Zimmer, echt wie so einen kleinen Salon für seine Trophäen. Ich dachte, das ist ja toll bei dir hier. Da, der Eisbärkopf, das hat er geschossen, Alaska. Das ist unwahrscheinlich. Und da, der Tigerkopf, das hat er geschossen, Indien. Das ist toll. Und da ein Krokodil, geschossen, Amazonas. Das ist toll. Ich sag, da in der Ecke, hinten in der Glasvitrine, ein ganzer Neger. Das hat der Idi Amin. Ist auch Menschenkind, warum lacht denn der so penetrant? Ja, das muss ich dir erklären. Hat bis zum Schluss geglaubt, ich wollte ihn fotografieren. Sagt er, ich war jetzt wieder auf Yacht, sagt er, du. Das muss ich dir erzählen, du. Ich, Löwe geschossen, Rucksack auf, Löwe rein. Gazelle geschossen, Rucksack auf, Gazelle rein. Zebra geschossen, Rucksack auf, Zebra rein. Elefant, ich sag, schießen lass ich dich. Aber den Rucksack aufmachst, dann fehlt dir ein Satz Ohren. Das kann ich dir sagen, du. Ich glaube, ich stehe hier im Schrank, du. Der hat verrückte Sachen, sagt er neulich zu mir, du, auf der Reeperbahn haben sie jetzt einen festgenommen wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Der hatte zwei Messer im Rücken. Sagt er, übrigens meine Schwester, die hat sich jetzt auf St. Pauli einen Bauernhof gekauft. Ich sagte, oh Quatsch, auf St. Pauli? Ja, sie hat mir geschrieben, sie ackert auf der Reeperbahn. Sagt er, meine Schwester, du, die hat das mit den Nieren. Wir wissen nur noch nicht, ob mit den Kanonieren oder mit den Grenadieren, aber die war jetzt in München, die war da so besoffen, nachts auf dem Hotelzimmer, da konnte die nicht mal mehr Oktoberfest sagen. Die sagte nur, Otto Feste, Otto Feste. Der hat verrückte Sachen, das kann ich euch sagen. Ich sagte, weißt du das, in Lüneburg ist jetzt einer aus der Kirche ausgetreten. Den nennt man Lüneburger Heide. Sagt er übrigens so. Sagt er, ich kenne übrigens einen Australier. Das ist dieser Australier, der mal verrückt geworden ist, als er seinen Boomerang wegschmeißen wollte. Und der hat gesagt, Ouvertüre, hat er gesagt, ist dasselbe wie Konfitüre. Beide haben keine Klinke. Auweia, wa? Der hat sich jetzt zu Weihnachten einen Gummibaum gekauft. Sagt der Nadel und im nächsten Jahr kann ich ihn rund erneuern. Ne? Ehrlich, bei den Sprüchen, die da drauf hat, hängen echt die Nasenflügel runter. Und ich sag, wo ist eigentlich deine Frau heute? Sagt er, ist zu Hause, hat Möbel mit in die Ehe gebracht, soll sie auch drauf aufpassen. Und der hat seine Frau ja durch einen Blitzflirt kennengelernt. Also, während er ihr noch den Hof machte, machte sie schon die Betten. Also, können wir schon. Also, aber trotzdem, Kinder, trotzdem eine sehr glückliche Ehe. Also als er noch im siebten Himmel war, war sie schon im achten Monat. Also die haben ja jetzt kürzlich blecherne Hochzeit gefeiert. Also 5 Jahre Essen aus Konservendosen. Und da, pass auf, und da ist er, das ist interessant, da ist er in so ein Blumengeschäft gegangen und hat gesagt, guten Tag, ich hätte gern 24 Gladiatoren. Sagt die Verkäuferin, Sie meinen sicherlich Gladiolen. Ach ja, sagt er, das andere sind ja die Halbskörper. Die haben ja nachmittags geheiratet, weil seine Frau morgens noch zur Schule musste. Und sagt er, in diesem Jahr fahre ich ja im Urlaub auf die Bahamas. Ich sagte, was auf der Hochzeitsreise? Ja, diesmal wollen wir baden. In der Hochzeit hat sie noch so schön gesagt, Schatz, von deinen falschen Zähnen hattest du ja gar nichts erwähnt. Ich sagte, wenn sie dir nicht passen, kann ich sie ja rausnehmen. Da haben sie doch mal im Bett gelegen, nachts sagt er plötzlich zu ihr, Schatz, mir ist eben was eingefallen. Das ist doch nichts Neues.
Nein, sagt er, das meine ich nicht. Ich wollte nur sagen, am Samstag gehe ich wieder reiten, sagt sie. Daraus wird nichts. Sie studiert gerade angerufen, sie sei trächtig. Und sagt er, neulich, meine Frau hat ein Kind bekommen. Ich sage, so, wer ist denn der Vater? Sagt er zu mir, ich glaube, hier boxt der Papst, du. Also ehrlich, du. Das wurde noch nie im Krankenhaus gesprüstet. Ich sage, ich denke, du wüsstest das, könnte ja sein. Ich sage, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Sagt er, ich glaube, ein Junge. Ich sage, wieso glaubst du das nur? Ja, ich habe nur gehört, wie die Hebamme sagte, ei, ei. Er sagt ja, in jedem Manne steckt ein Kind, hat er immer so schön gesagt. In jeder Frau steckt ja auch ein Kind. Es kommt nur auf den Wecker an, nicht? Und das wisst ihr ja. Also, dass sie neulich zur Polizei gegangen hat, gesagt, ich möchte meinen Mann als vermisst melden. Ja, sagt der Wachmeister, wie sah er denn aus? Och, sagt sie an sich wie immer. Weißes Hemd, blaue Hose, karierte Schürze. Da ist er mal zum Optiker gegangen, hat gesagt, ich hätte gerne eine neue Brille. Sagt der Optiker, wieso? Ist die alte nicht mehr scharf genug oder was? Und der, sag ich neulich zu ihm, ich habe meiner Frau jetzt zum Geburtstag eine Kette gekauft. Oh, sagt er, gute Idee, meine läuft auch immer weg. Und das ist ja. Es ist ja kein Wunder, wenn sie immer sagt, immer wieder, also der einzige Reiz in unserer Ehe ist der Brechreiz und deshalb wollen. Deshalb wollen die beiden sich jetzt ja auch scheiden lassen. Also, sie kriegt die Kinder, er das Kindermädchen und die haben ja so süße Kinder. Da kommt die Kleine mal nach Hause und sagt, Mami, wir sind heute in der Schule alle untersucht worden. Nur eine ist noch Jungfrau, sagt sie. Und das bist du, nicht? Nein, die Lehrerin. Da sagt sie, was habt ihr sonst noch in der Schule gemacht? Sagt sie, Mami, wir haben Sprengstoff hergestellt. So, sagt sie, was macht ihr morgen in der Schule? Sagt sie, in welcher Schule, Mami? Da hat doch die Lehrerin gefragt, Erna, warum sind Chinesen klein und gelb? Sagt sie, wenn die groß werden, dann wären das ja Postautos. Ist doch süß, nicht? Da hat sie mal aus Klassenhass die Schule geschwänzt. Hat die Lehrerin am nächsten Tag, du bist gestern nicht in der Schule gewesen. Warum nicht? Sagt sie, mein Opa ist gestorben. Das kann doch nicht sein, ich habe ihn morgen und heute noch mal am Fenster sitzen sehen. Ja, da muss er noch sitzen, eine Woche wegen der Rente. Au, Feier. Da ist die Kleine mal mit der Mami mit dem Bus über die Reeperbahn gefahren. Und da sagt sie plötzlich, Mami, was sind das alles für Mädchen, die da stehen? Sagt sie, mein Kind, das sind Frauen, die warten auf ihre Männer, die von der Arbeit kommen. Sagt der Busfahrer, gnädige Frau, klären Sie Ihr Kind doch richtig auf, sagen Sie ihm doch die Wahrheit, sagen Sie doch, das sind Frauen, die mit Männern für Geld ins Bett gehen. Ach so, sagt sie, Mami. Und was wird aus den Kindern, die diese Frauen kriegen? Sagt sie, Busfahrer, mein Kind. Pass auf. Und da hat er mal in der Badewanne gesessen, gucken die Kinder zur Tür rein, sagen, Papi, können wir Schweinchen dick sehen? Ja, kommt rein, aber habt ihr bloß die Ausdrücke hören? Kinder, es scheint denen ja auch finanziell gar nicht so gut zu gehen. Immer wenn ich da mal zu Besuch bin, spielen die Kinder Gerichtsvollzieher und ja, hat immer diese schönen Sprüche drauf, wer A sagt, muss auch Alimente sagen. Hat er neulich so schön gesagt, also er sagt, Alimente zahlen, sagt er, das ist so lustig wie das Einkaufen von Hafer für ein totes Pferd, sagt er. Und geizig, ist er geizig, stellt sich mit der Kerze von Spiegel, feiert den zweiten Advent. Also ehrlich, der hat sich neulich eine Kuhbuchsuhr gekauft und einen Sack Vogelfutter dafür andrehen lassen. Also ehrlich, der macht, hat ein Einzelhandelsgeschäft aufgemacht mit einem Nachtschlüssel und all solche Sachen. Sagt er neulich zu mir, du, ich hab 1000 Mark verloren beim Rennen. Ich sag, was rennst du, geh langsam. Da hat er sich nachts im Bett hin und her gewälzt, kann nicht schlafen, sagt seine Frau, Liebling, was ist los? Warte, nicht, warte. Ach, sagt er, ich hab so einen Summen im Kopf. Sagt sich, wie hoch sind denn die Summen? Ach, sagt er, weißt du, ich hab doch bei dem Müller da so einen Scheck über 30.000 Mark laufen, weißt du, morgen ist der fällig. Sagst du, und deshalb regst du dich so auf, deshalb kannst du nicht einschlafen, lass mich das mal machen. Hängt sich ans Telefon, wählt und sagt, Herr Müller, ja, Herr Müller, mein Mann, der hat einen Scheck bei Ihnen laufen über 30.000 Mark, morgen ist er fällig. Das ist richtig, gnädige Frau, aber deshalb rufen Sie mich doch nicht mitten in der Nacht an. Sagst du, doch, nicht, wollte ich nur sagen, mein Mann zahlt nicht.
knallt den Hörer auf und sagt, und so, nur haust du dich auf die andere Seite, machst die Augen zu, jetzt kann der Müller nicht mehr schlafen. Ich sag, neulich so schön zu ihm, ich sag, hast du den ganzen Tag geschlafen? Sagt er, ja, warum? Ich sag, dein Hemd hängt auf alleine. Ich sag, wo warst du denn Sonntag? Sagt er, auf der Autobahn, hinter einem VW. Und er wurde ja kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert, also böse Sache, hat sein Bettnachbar sich gleich vorgestellt und hat gesagt, gestatten, Meier, 12-Finger-Darm. Sagt er, angenehm, Schulze, Geisterfahrer. Kinder, er war echt als Geisterfahrer unterwegs auf der Autobahn und alle haben ihn angeblinkt, sagt seine Frau, toll, Liebling, wie viele Leute dich kennen. Kurze Zeit später kam über NDR 2 die Mitteilung, liebe Autofahrer, die Gefahr mit dem Geisterfahrer auf der A7 ist beseitigt, er befindet sich unter einem Lastwagen und fährt wieder in entgegengesetzter Richtung. Ehrlich, und im Krankenhaus machte der Doktor Visite und sagt, Herr Schulze, ich bin kein Mann von vielen Worten. Sagt er, ich bin auch verheiratet, Herr Doktor. Sagt er, Herr Schulze, machen Sie sich keine Sorgen, in 3 Wochen sind Sie raus aus dem Krankenhaus, so oder so. Und zu dem Bettnachbar sagt er, was ist denn mit Ihnen los? Was fehlt Ihnen denn? Sagt der Doktor, ich habe immer so ein Jucken in der Hüfte. Ja, also, da muss ich ihn untersuchen und sagen, mein lieber Freund, Sie sind an sich topfit, Sie sind in Ordnung, organisch vollkommen in Ordnung, gesund. Wie ist es mit der Liebe? Sagt er, 3-mal im Monat. Wie alt sind Sie denn? Sagt er, 27, Herr Doktor. Sagt er, 3-mal im Monat? Mein Lieber, 3-mal in der Woche. 3-mal am Tag, mein Lieber. Sagt er, Sie haben gut reden, Herr Doktor. Sie sind Arzt in Barmbek, ich bin Kaplan in der Eifel. So, Freunde. Ich darf mich bei dieser Gelegenheit ein bisschen zurückziehen. Wir können inzwischen diese kleine Platte umdrehen. Das machen wir immer auch nach altbewährter Weise. Nicht mit einem kleinen zur Brust. Denkt daran, der Wirt braucht jede müde Mark. Und ich verabschiede mich bis nachher mit dem alten Hamburger Schlachthof wie immer. Tschüss! So, Freunde. Danke, hier ist eine Stimmung. Ich habe es eben gemerkt, da kam einer von der Toilette. Strahlte mich an und sagt, ich verreise nächste Woche mit meiner Frau nach England. Ich sag, wieso denn das? Die habe ich eben gezogen, 2-mal London. Wart ihr mal da unten? Da ist aber Stimmung, das kann ich euch sagen, da müsst ihr mal hingehen. Da klopft da einer an die Klotür und sagt, ist da jemand? Kommt die Stimme von drinnen? Nein, im Gegenteil. Wart ihr mal unten bei der Klofrau? Bei der spukt das, die hat überall diese Spuknäpfe aufgestellt. Die hat ja einen neuen Toilettenspruch, nicht eine Hand wäscht die andere und nee, geht doch mal runter. Also die Frau ist so einsam, die ist schon glücklich, wenn man sie nach der Uhrzeit fragt. Und die ist ehrlich, die feiert ja in diesen Tagen ihr 5-jähriges Dienstjubiläum. Schön, da unten gibt's belegte Brote, Kaffee und Kuchen. Nee, sie hat vorhin noch so schön zu mir gesagt, Fips hat sie gesagt, das ist ein rauschendes Fest. Also sie ist echt, Kinder. So richtig eine gemütliche Oma, also die war 3-mal verheiratet, außerdem hat sie 2 Weltkriege überlebt. Und die, also, da sagt neulich ihr kleiner Enkel zu ihr, Oma, kommst du nachher damit zum Baden? Sagt sie, nee, das geht nicht, mein Junge, mein Badeanzug hat ein Loch im Knie. Eines Tages kam sie hier an, ich habe sie kaum wiedererkannt, das muss ich euch schildern. Ein Auge metallic blau, das andere fast zu, ein Ohr hing runter, Lippen aufgesprungen, Nasenbein eingeschlagen, ein Arm ausgekugelt und sie humpelte. Sag, Oma, um Gottes Willen, was ist passiert? Sagt sie, Opa hatte einen Schlaganfall. Sag, aber Oma, da musst du die Zähne zusammenbeißen. Das ist so einfach, du, wenn man nur noch oben links und unten rechts einen hat. Du. Pass auf, und Opa? Opa hat jeden Abend mit so einem Teleskop von 70, 71 am Fenster gestanden und hat gegenüber gesehen, wie sich da so ein junges Mädchen entblättert hat. Eines Tages hat Oma denn das Mädchen auf der Straße gesprochen und sagt, Fräuleinchen, was ich sagen wollte. Können Sie nicht morgen die Jalousien mal rechtzeitig runterlassen? Mein Alterchen ist hinterher immer ganz durcheinander. Na, die verspricht, dass es geht 14 Tage. Oma trifft sie wieder auf der Straße und sagt, Fräuleinchen,
Was ich sagen wollte, schönen Dank erstmal, dass Sie jetzt die Jalousien immer rechtzeitig runterlassen. Aber können Sie sie nicht morgen noch mal hochnehmen? Na, was Sie, warum denn, Oma? Er hat Geburtstag. Und da hat sie mal gesagt, Opa, wollen wir nicht mal wieder ins Kino gehen? Sagt aber Oma, wir waren doch erst. Ja, sagt sie, inzwischen ist aber da der Tonfilm erfunden worden. Und die beiden Kinder und die beiden sind losgegangen. Auf der Straße treffen sie einen Passanten und sagen, entschuldigen Sie, wo geht sie ins Kino? Sagt er, geradeaus. Siehst du, sagt sie, wenn wir schon mal ins Kino wollen, ist es geradeaus. Da hat Oma mal eine Bekannte getroffen auf der Krankenkasse. Und die sagt zu ihr, na, was machen Sie denn hier? Sagt sie, ich hole einen Krankenschein für meinen Mann. Und Sie? Sagt sie, ich lasse meinen Mann seinen verlängern. Ach, das machen die hier. Neulich fing zu Hause ihr Fernsehbild an zu laufen, hat sie gleich beim NDR angerufen und hat gesagt, hören Sie mal zu, Herr Intendant, spielen Ihre Filme eigentlich alle im Paternoster oder wie sehe ich das? Da hat Opa in der Kirche gesessen und der Pfarrer hat gepredigt über die 10 Gebote. Bei der Stelle, du sollst nicht stehlen, da zockt Opa zusammen. Bei der Stelle, du sollst nicht Ehe brechen, da grinst er so hämisch vor sich hin. Der Pfarrer beobachtet, spricht ihn nachher an und sagt, was das nun zu bedeuten hat. Ja, sagt Opa das folgendermaßen, Herr Pfarrer, wissen Sie, bei der Stelle, du sollst nicht stehlen, habe ich gemerkt, dass mein Schirm weg ist. Wissen Sie, und bei der Stelle, du sollst nicht Ehe brechen, da fiel mir ein, wo ich ihn stehen gelassen habe. Aber ich glaube, ihr gebt mir ein bisschen recht. Also in diesem Laden ist echt schon was los. Hier saßen zwei Besoffene am Tresen. Sagt der eine zum anderen, kennst du die Wüste Gobi? Oder hör bloß auf mit deinen Weibergeschichten. Da hatte sich hier ein Gast russische Eier bestellt. Nach der Stunde sagte er, Herr Ober, wo bleiben die russischen Eier? Sagt er, den Russen haben wir schon, er wehrt sich noch. Hier vor der Tür, die hat auch vor der Tür ein Betrunkener gestanden. Und sagt, Herr Wachmeister, was habe ich in der linken Hand? Sagt er, nichts. Sagt er, was habe ich denn in der rechten Hand? Sagt er, auch nichts. Sie sind auweia, dann pingel ich schon wieder in die Hose. Ja, Freunde, das passt vielleicht ganz gut zu diesem Thema. Übrigens, man hat ja festgestellt, dass jeder vierte Bulle ein Polizist ist. Und die weiblichen Polizisten heißen ja Bulletten, das wisst ihr. Übrigens, Statistiken sind ja immer interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also Statistiken, man sagt zum Beispiel, 50% aller verheirateten Bundesbürger sollen Männer sein. Ich meine, ja, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, also Frauen sind so unpolitisch wie Wanderameisen. Und das halte ich nicht für richtig. Seht ihr, es ist zum Beispiel erwiesen, dass 40% aller Frauen Franz Josef Strauß als Mundartpolitiker viel lieber mögen als Karl Valentin. Frauen sind nicht so unpolitisch, glaubt mir das. 10% haben den Namen Schmidt schon mal gehört. Das ist unwahrscheinlich. Frauen? Da wurde einer mal gefragt, was er sich unter einer idealen Frau vorstelle, hat er gesagt, ein Bett. Frauen dringen alle Berufe vor. Glaubt mir das, eine Kaufhausdetektivin hatte mal einen Ladendieb geschnappt. Auf frischer Tat, führt ihn mit dem Direktor vor, der sagt, bitte durchsuchen Sie den Mann. Die greift den Dieb in die Hosentasche, der verdreht die Augen. Sagt er, was hat er drin? Sagt sie, kein Futter. Hier verdrehen auch einige die Augen jetzt. Ich merke das schon. Sie erklärt ihm das gerade da jetzt. Ach, der liebe Zeit. Herrlich. Nee, Kinder, ihr wisst es, ich spreche immer gern über Frauen. Frauen sind ja wie Telefon. Ja, oft besetzt, häufig falsch verbunden. Hin und wieder gestört. Manchmal steckt ein dritter Teilnehmer in der Leitung. Da hat mal die schwangere Tänzerin gesagt, ich hätte doch besser die ganze Nacht tanzen sollen. Und es gibt ja Frauen, die tun zum Beispiel die Pille in die Kaffeemühle. Also das Pulver hat der Papst ja nicht verboten. Und im Kloster schreit Schwester Clotilde, ist ein Mann im Haus, ist ein Mann im Haus. Hat die Oberin, woher wissen Sie, das haben Sie ihn gesehen? Nein, der Klodeckel ist hochgeklappt. Und, übrigens,
Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Nonnen vermehren sich ja durch Zellteilung und das ist so. Im Kloster hatten sich zwei junge Burschen zwei Nonnen geschnappt und die eine schreit, als wenn sie am Spieß hängt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sagt die eine, pst, meiner weiß es. Nein, seien wir ehrlich, Frauen werden doch heute nur noch rot unter den Händen ihres Masseurs. Wenn heute eine Frau im Film angezogen ist, dann war doch bestimmt das Studio nicht geheizt. Und da wurde einer jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt, nur weil er seiner Frau die Wagentür aufgehalten hat. Bei 200 Stundenkilometern. Wie sie sagt, Lisbeth, fährt dein Mann nicht viel zu schnell? Ach, wart, Ferdinand kennt den Weg im Schlaf. Nicht Ferdinand? Ferdinand? Ferdinand! Kinder, wie heißt es immer so schön? Ein kleines Nickerchen bewahrt vom Älterwerden. Besonders hinterm Steuer. Und übrigens, der Adel. Übrigens, der ADAC hat eine neue Empfehlung rausgebracht. Also die Autofahrer sollten noch beim Parken ihre Wagentür auflassen, damit die Fußgänger ungehindert durchgehen können. Und die wollen ja jetzt ein Auto entwickeln, das weniger als einen Zentner wiegt, damit die Fußgänger auch mal zurückschlagen können. Und ja, eine Bekannte von mir, die hat sich jetzt die neue Autofahrerfrisur zugelegt, Nockenwelle. Nicht? Und ja, ja, ein schönes, kleines, niedliches Auto, so tief, da gucken die Dackel zum Fenster rein. Und ganz leise, also die kann sich mit den Knien die Ohren zuhalten, nicht? Ein ganz, ehrlich, hat sie neulich den Gastmann gerufen und hat gesagt, gut, dass die kommen, bei mir klemmt nämlich das Gaspedal, nicht? Und die Frau, da hat, wo sie mal angehalten von der Verkehrsstreife, sagt der Wachmeister, nee, Frau, ihr Licht ist nicht in Ordnung. Verstehe ich gar nicht, ich habe doch gestern die ganzen Kerzen auswechseln lassen. Die hat aber ehrlich, ganz tolles Auto, kaum gelaufen, meist in Werkstätten rumgestanden, also ein, verbraucht keine 7 Liter Öl, also ein märchenhafte Bremse, so nach dem Motto, es war einmal, kennt ihr ja. Der Mann beim TÜV hat zu ihr gesagt, also gnädige Frau, 2 gute Mittage, ihr Handschuhfach, ihr Rückspiegel sind in Ordnung. Sagt er, wissen Sie eigentlich, was eine Profilneurose ist? Sagt sie, natürlich, wenn auf meinem Profil eine Rose wächst. Sagt sie, nein, eine Profilneurose ist, wenn ihre Reifen Angstzustände kriegen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nee, Frau, wenn Ihr Auto ein Pferd wäre, wir müssten es jetzt erschießen. Und mit dem Wagen ist sie mal vor eine Tankstelle gefahren, hat gesagt, bitte volltanken, wo sind die Toiletten? Die verschwinden, in einer halben Minute war sie wieder da. Zahlen, weg war sie. Sagt einer, was war mit der Frau los? Die war vollkommen durcheinander, puterrot im Gesicht. Oh, so der Tank war eine kleine Spielerei von mir, wissen Sie. Wissen Sie, wenn die Frauen so auf Klo gehen, sie auf die Brille setzen, Kontakt ausgelöst, setzt sich ein Tonband in Bewegung, kommt von unten die Stimme, bitte rücken Sie etwas zur Seite. Da ist doch in Texas, da in Dallas, ist mal so ein Neger mit dem Straßenkreuzer von der Tankstelle gefahren. Sag, bitte einmal voll tanken. Der Tank war an meine Tankstelle, werden keine Neger bedient. Das war der falsch verstanden. Ich sagte, voll tanken. Der Tank war eine Münze aus der Tasche, wirft die hoch, zieht seinen Colt. 3 saubere Einschüsse, fängt wieder auf und sagt, an meine Tankstelle werden keine Neger bedient. Da holt der Neger eine Kartoffel aus der Tasche, wirft die hoch, zieht sein Messer aus dem Stiefel. Das Ding kommt sauber geschält in 6 Stücken wieder runter. Sagt der Tankwart, darf es auch noch Ölwechsel sein? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum Neger im Kino immer weiße Handschuhe anhaben. Damit sie beim Schokoladeessen nicht in die Finger beißen. Da sagt die eine zu anderen, mein Mann hat sich einen Van Gogh gekauft. Dass sie so als Zweitwagen. Pass auf, da ist mal einer mit seinem Wagen in die Deutsche Gebirgsrepublik gefahren. Das ist ja, also das ist die DDR, die heißt heute so wegen der vielen Engpässe. Und der wurde von einem Fopo angehalten, sagt der Fopo, können Sie sich ausweisen? Ach, sagt er, kann man das jetzt auch selbst? Die haben ja in der DDR jetzt eine neue Zeitschrift rausgebracht, die Schnauze. 3 Millionen halten die schon. Und das ist der nächste. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, der nächste Bundespresseball soll ja in Ost-Berlin stattfinden. Ja, unsere ganzen Bonner Minister wollen mal mit ihren ehemaligen Sekretärinnen wieder tanzen. Ja, ihr merkt, wir sind ganz schön aktuell. Die haben ja auch den Kaffeemix da drüben, nicht? Der wird ja schon mit der Neutronenbombe verglichen. Natürlich, der Mensch wird vernichtet, die Tasse bleibt heil, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum es in der DDR keine Terroristen gibt. Ich muss ja 10 Jahre auf so ein Fluchtauto warten da drüben. Also,
Es heißt ja drüben immer so schön, fleißig, 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 die DDR wird 30. Die Kleinen laufen sich einen Wolf, die Großen kaufen sich einen Golf. Nee, das ist... Hey, und auf, und... Übrigens, der Golf ist drüben das beliebteste Auto, weil die ja immer zum TÜV nach Wolfsburg müssen. Und übrigens, das neutralste Land, da ist ja die Tschechoslowakei. Die dürfen sich ja nicht mal in ihre eigenen Angelegenheiten mischen. Und ja, guck mal, in Russland haben sie zum Beispiel jetzt eine Giraffe mit einer Kuh gekreuzt. Das Tier soll im Westen fressen, im Osten gemolken werden. Übrigens, die größten Pechvögel, das sind ja die sowjetischen Kosmonauten. Die fliegen 20 Mal um die Erde und landen wieder in der Sowjetunion. Das ist Pech. Das ist, ja. Guck mal, die Pravda hat zum Beispiel ein Preisausschreiben für den besten politischen Witz veranstaltet. Erster Preis 20 Jahre. Und natürlich. Da kam doch ein Soldat in den Kreml und sagt, Genosse General, auf Roten Platz sitzen 100 Soldaten essen. Sagt, das ist tragisch. Halbe Stunde später kommt er wieder. Genosse General, auf Roten Platz sitzen 1000 Soldaten essen. Sagt, das ist nicht so tragisch. Nach einer Stunde kommt er wieder, sagt der General, auf Roten Platz sitzen 10.000 Soldaten essen. Sagt er, ist so tragisch. Warum regst du dich so auf? Sagt er, essen alle mit Stäbchen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was im Brockhaus unter DDR steht. Kleines zänkisches Volk an der chinesischen Grenze. Das ist schön, ne? Über Chinesisch ist ja herrlich. Ne? Der Pressingminister heißt ja Zeitung. Ich meine, Ladenschluss auf Chinesisch, Schwatsch schon zu. Oder Spinat auf Chinesisch, Kukake. Also alles schon. Ich war jetzt chinesisch essen. Aber herrlich, einmal ein Erlebnis. Also, da kam mir der Kellner entgegen, so ein Spargel-Tarzan, weißt du, mit so einem riesigen Gewürzprüfer, nicht? Ein bengalisches Glitzern in seiner Iris, nicht? Und ich denke nach, Vorsicht ist der Opa aller Überlegungen, ihr kennt das, ne? Und er auf mich drauf los mit diesem elastischen Gang eines südamerikanischen Kaffeesackträgers. Und ich sage auf echt hamburgisch, sage ich, grüß Gott, ne? So, haben Sie bitte Platz für mich? Da kann ich mal die Karte haben. Ich sage ja, oh du mein Lieber, mein Vater, das kann ja kein Arzt lesen, was würden Sie mir empfehlen? Ich sage, das können Sie mir bringen. Ich sage, das auch noch, meine Güte. Und dann kam das Essen, was war ein Phrase, ich hätte eben so gut zu Hause essen können. Nicht? Ich sage daher, bringen Sie mir bitte die Rechnung. Scheiße, habe ich die Suppe vergessen. Auweia, kann ich ja nur sagen. Ja, es ist schon verrückt, was heutzutage alles passiert. Kommt einer mit dem Känguru in die Bar, sagt der Mixer, warum haben Sie den Apparat denn her? In der Lotterie gewonnen, sagt das Känguru. Die heißt immer so schön, heiß, heute sagt er das Ei, als es in die Pfanne gehauen wurde. Ihr kennt ihn sehr, ne? Wie das Mixgerät zum Kochlöffel sagt, fröhliche Weihnachten, Oma. Nee, das ist, ne? Ja, genau. Die zwei doofe Fußballspielen nach 45 Minuten, sagt er, eine Halbzeit, jetzt bist du mal der Ball. Da hat der Pfarrer in der Kirche gesagt, zum Küster, es ist kein Mensch in der Kirche, nicht mal der Organist. Wer spielt denn? Hat der HSV gegen Bayern München. Pass auf, und nach dem Spiel, da wurde der Kevin Keegan, der wurde interviewt vor so einem Reporter. Da sagte Mr. Keegan, Sie haben einen neuen Vertrag abgeschlossen. Wie hoch war der? Sagt er, 400.000. Was haben Sie mitgemacht? Sagt er, ich habe mir einen Ferrari gekauft. Sagt er, und der Rest? Sagt er, der Rest habe ich auf die Bank gelegt, soll arbeiten. Hat er den Manfred Kals gefragt, Sie haben auch einen neuen Vertrag, Herr Kals? Sagt er, ja, wie hoch war der? Sagt er, 300.000. Was haben Sie denn mitgemacht? Sagt er, ich habe mein Bungalow bezahlt. Und der Rest? Sagt er, Rest, so ein bisschen in Wertpapieren, Pfandbriefen, ich kenne das ja, so ein bisschen arbeiten. Hat er einen Stahlarbeiter im Hafen gefragt. Sagt er, Sie haben auch einen neuen Vertrag? Sagt er, ja. Wie hoch war denn der? 4%. Sagt er, was haben Sie damit gemacht? Sagt er, ich habe mir einen Anzug bei C&A gekauft. Sagt er, der Rest, den hat meine Mutter dazugelegt. So ist es im Leben, wer Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen. Und da ist zum Beispiel der Franz Josef Strauß zum Papst gefahren, Audienz beim Papst in Rom. Und gesagt, können Sie mich bitte heilig sprechen?
Gott, aber Bruder, das wird nicht möglich sein. Ich kann nur Tote heilig sprechen. Sie leben noch. Außer heiliger Vater, ich habe auch viel Geld, ich will mir das kosten lassen. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit? Hat der Papst gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie stellen sich scheintot, ich spreche Sie scheinheilig. Bisschen überparteilich wollen wir ja bleiben, nicht? Aber nee, ganz ehrlich, Freunde, hoffentlich hat die Bundeswehr morgen schönes Wetter. Die Bundeswehr ist ja so ein Thema. Wie der Spieß sagt, Gefreiter Müller, Sie sind der Erste, der sich über einen nicht aufgegangenen Fallschirm beschwert. Oh, das Feier! Ihr denkt aber mit, das kann ich euch sagen. Da sagt der Spieß, und nun die ganze Kompanie, Marsch und links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, ruft einer aus dem zweiten Glied, können wir jetzt mal das rechte Bein nehmen? Da tobt der Oberst, Gefreiter Müller, weil Ihre Frau zu Besuch war, habe ich Ihnen 24 Stunden Sonderurlaub gegeben. Was machen Sie? Sie kommen erst nach 3 Tagen zurück. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung anzuführen? Der Oberst, das war so. Als ich ins Hotel kam, da saß meine Frau gerade in der Badewanne. Das hat da 3 Tage gedauert? Nein, aber meine Uniform brauchte so lange zum Trocknen. Kinder, das ist wahre Liebe. Wie der Richter sagt, so gnädige Frau. Sie wollen mir also weismachen, Ihr Mann habe sich erhängt. Und wie kommen die Beulen an seinen Kopf? Sie haben Gummiband genommen. Ist verrückt, nicht? Bei uns im Dorf an der Kirche hängt ein Schild. Diese Kirche, diese heilige Stätte mit Schuhen zu betreten, ist genauso sündhaft wie eine Jungfrau zu verführen. Hat einer drunter geschrieben, habe beides versucht, kein Vergleich. Wir haben ja bei uns auch im Dorf, das kann ich ruhig mal ein bisschen erzählen, wir haben ja ganz saubere Luft bei uns im Dorf, weil die Fenster nicht aufgemacht werden von den Bewohnern da. Und unsere Frau. Unsere freiwillige Feuerwehr, die hat jetzt gesammelt für einen neuen Feuerwehrwagen. Den alten wollen sie nur bei falschem Alarm einsetzen. Ja, da haben sie geschrieben, bitte spendet reichlich, sollte der Betrag nicht ausreichen, sehen wir uns gezwungen, ein Konzert zu veranstalten. Guck mal, mein Nachbar. Ehrlich, mein Nachbar zum Beispiel, also der hat jetzt eine Subventionsfallfahrt nach Oberjammergau gemacht und der hat da. Ehrlich, der Fritz, du warst es nicht. Nein. Du warst es wirklich nicht. Und der hat da in einer Bar gesessen und die Bardame, also nächtlicher Raubvogel, weißt du, also ein Gesicht so einladen wie so ein ungemachtes Bett, könnt ihr euch vorstellen? Also echt. Und braune Hautfarbe, Toaststufe 3, könnt ihr euch vorstellen? Optimal symmetrische Beckenknochen. Also wunderschön. Und ja, sagt sie so, also wenn die lachte wie so ein rotes, wie paniertes Rotbarschfilet, könnt ihr euch vorstellen? Also ehrlich. Und sagt sie, möchten Sie gerne einen Tee? Sagt er, trinke keinen Tee. Möchten Sie einen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Möchten Sie einen Whisky-Soda? Ich trinke keine Soda. Und dann sagte so, sagt er so mit dreistöckig belegter Stimme, nicht? Sagt er, das ist schön. Als Bardame müssen Sie sicherlich sehr viel stehen. Auch sagt sie, wie man es nimmt. Nicht? Und ehrlich, und die beiden kamen sich dann doch sehr schnell näher. Nicht? Und sagt sie, kommen Sie nachher ein bisschen noch zu mir? Ich habe ein herrliches Appartement, so mit integriertem Müllschlucker. Also so schön. Die beiden haben dann Bazillen ausgetauscht, also das war also, wenn die Küsse, das war eine halbe Mandelspülung. Und die am nächsten Morgen sagt der Schatz, es war herrlich mit dir, es war eine wunderschöne Nacht, ich möchte dir was schenken. Was möchtest du denn haben? Du hast einen Herzmandel Brillant drin. Also, wenn du mir unbedingt was schenken willst, also, dann schenk mir doch so ein kleines Taschenmesser. Kennst du diese kleinen Taschenmesser, Nagelfeile, Korkenzieher, Schere, so zum Klappen und so. Also, das ist wie so ein Taschenmesser. Da zieht sie eine Schublade raus, liegen fein säuberlich so 578 Taschenmesser. Sie, was wissen Sie, den ganzen Taschenmesser? Oh, ich muss dir das erklären, weißt du, mein Vater ist kürzlich gestorben, hat mir seine Millionen vermacht. Eine große Villa, dieses Apartment, was wir haben, Sportwagen, Segeljacht. Ich bin 20 Jahre jung, sehe gut aus, bin sonst, glaube ich, auch einigermaßen auf der Höhe. Aber eines Tages werde ich 50 sein. Und kannst du dir vorstellen, was so ein junger, knackiger Pfadfinder nicht alles macht für so ein Taschenmesser? Freunde, ich darf mich bei dieser Gelegenheit bei euch verabschieden. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Männer. Ja, ja, ja. Meine Güte. Das ist ja eine Stimmung heute Abend. Also, ich bin richtig überrascht. Aber bevor ich das vergesse, ich soll euch schon grüßen von meiner Tante. Sie hat mir eine Karte geschrieben. Stand drunter Gruß an alle. Und ja, die macht im Moment Urlaub auf den Salmonellen drüben. Kennt ihr nicht? Das ist eine wunderschöne, also das liegt an der Costa Quanta drüben. Das ist, kennt ihr nicht? Das ist die Gegend, wo der Taifun zur Palme gesagt hat, halt die Nüsse fest, jetzt wird geblasen. Kennt ihr die Ecke nicht? Eine wunderschöne, ehrlich, eine wunderschöne Gegend. Und Kinder, sie will ja, ehrlich, sie, Kinder, sie will ja abspecken, also. Dabei ist sie jetzt schon so mager, also mit dem zweiten Bauchnabel würde sie aussehen wie eine Blockflöte. Also ehrlich gesagt, ja. Letzten Urlaub war sie in der Lüneburger Heide auf Störfang. Da war was los, hat sie gesagt, ich habe den ganzen Urlaub vor der Röhre gesessen. Ich sag, das ist ja auch viel schöner als Fernsehen. Also die Frau, ehrlich, also die hat ja, Kinder, die hat ja auch einen ganz harten Job hier auf der Herrentoilette, also das ist ja ehrlich. Ganz, da wirft ja keiner mehr was auf den Teller, weißt du, die überweisen ja alle per Dauerauftrag. Ja, ehrlich. Kürzlich hat sie ihr bösen Ärger mit dem Chef gehabt, bei der Inventur fehlten zwei Haufen. Da war das los. Pass auf, nur hat ihr Hausarzt hat ihr erst Luftveränderung verordnet. Nur arbeitet sie, wenn sie aus dem Urlaub wiederkommt, in der Damentoilette. Nicht? Also das ist schon. Die Frau ist echt interessant, die ist so interessant, sagt sie neulich zu mir, als ich heute Morgen im Hemd da stand, klopfte es. Ich sag, wieso ans Hemd? Sagt sie, nein, an die Tür. Ich sag, seit wann hast du eine Tür im Hemd? Also das ist. Aber schön heute Abend. Wir wollen ja nur, Kinder, wir wollen ja nur langsam eine Familie werden heute Abend. Ich muss mich langsam an euch rantesten, aber ihr merkt es schon heute Abend, wieder eine Luft zum Zerschneiden. Also ich weiß, also immer wenn ich transpiriere, komme ich so ins Schwitzen. Ich weiß ja, ob euch das auch so geht. Und, aber der Laden ist schön. Wir sind ja einmal im Jahr hier zusammen, ein wunderschön, auch ganz sauber hier. Ich habe schon gemerkt, hier schmeckt alles nach Seife, also hier geht es ja auch. Und ja, die verkaufen hier ja auch Strumpfhosen, habe ich gesehen. Ich habe auch so ein Schild auf dem Tisch gesehen. Edelzwicker, 4,50 Euro. Nee, ist schon ein schöner Laden. Ich habe vorhin eine Rinderzunge gegessen. Die war also so frisch, mit der konnte man sich noch unterhalten. Also, ehrlich, also. Ja, Kinder, ihr habt's gut. Ihr habt's gut. Ihr braucht nur zu lachen, aber kommt mal auf so einen Blödsinn, nicht? Und, Kinder, ja, ehrlich. Und ich muss es heute. Und ich muss es heute Abend mal ganz deutlich sagen, Kinder. Ich muss es deutlich sagen, ich bin kein Rudi Carrell. Ich bin auch kein Hänschen Rosenthal. Aber das eine könnt ihr mir glauben, ich bin auch kein Kuhlenkampf. Und natürlich, Kinder, das ist wichtig. Ich komme ja gerade von einer Veranstaltung in Bad Meniskus drüben. Das ist auch eine sehr schöne Ecke. Ich wollte den Termin erst absagen. Also dass die Veranstaltung sollte stattfinden in einem Lokal mit Weinzwang. Und das ist ja für mich als Humoristen wirklich der Richtige, ne? Denn ich arbeite, Kinder, ich arbeite lieber manchmal vor leeren Stühlen als vor leeren Gesichtern. Und das natürlich, also Kinder, und das war ein Einladen. Ich kann eine Veranstaltung gestern, es war irre. Muss ich euch schildern, ein Saal wie hier, Stimmung wie hier, Leute nett wie hier, alles. Pass auf, und da, der Kellner kam von da hinten, muss ich euch schildern, pass auf. Der kam, also der war auch nur Kellner geworden, weil sein Augenarzt gesagt hat, er soll Gläser tragen. Pass auf, und der kam. Pass auf, und er, pass auf, sag mal am Mikro, pass auf, er kam von da. Und als er in der Mitte vom Saal war, da sag doch ein Gast aus dem Publikum, bring dem Fips Asmus mal ein Glas Sekt drauf. Das war gestern Abend, wunderschön. In Bad Meniskus, solcher Veranstaltung. Saal wie hier, Leute wie hier, der Kellner kam von da, weißt du? Als er etwa in der Mitte, da sagt er doch, ein Gast aus dem Publikum sagt, bring dem Fips mal ein Glas Sekt drauf. Das war gestern Abend, so eine Stimmung wie hier, Saal, alles genau wie hier. Weißt du, der Kellner kam von da.
Nun möchte ich wissen, wie lange ich hier noch dorsten muss. Also das hat aber gedauert, Mensch. Kinder, Kinder. Ja. Freunde, ich erhebe mein Glas mit dem alten Trinkspruch. Ich bin klein, mein Herz ist schmutzig, ich könnte schon wieder. Ist das nicht kurz? Kinder, eigentlich... Eigentlich bin ich ja trocken, seitdem ich Pampers nehme. Und, nein, aber wirklich gestern, ich muss es erzählen, eine sehr dufte Veranstaltung. Das war ein Ball der Arbeitslosen. Und man sagt immer, den Arbeitslosen geht das heute so schlecht, das ist überhaupt nicht wahr. Die hatten da ein kaltes Buffet. Alles so nach dem Motto, etwas Warmes braucht der Mensch, weißt du, unwahrscheinlich. Pommes frites in Kartoffelbrei, wunderbar. Sperrmüll im Schlafrock. Ein schönes, abgehangenes Eigelb, wunderbar. Zwei Kapellen spielten zum Tanz, es war on. Eine riesen Tombola. Erster Preis, ein Arbeitsplatz. Kein Aas hat ein Los gekauft, da war aber... So, Peter. Genau, und nach der Veranstaltung habe ich noch ein klein bisschen am Tresen gesessen, so auf die Gage gewartet, das ist ja heute üblich, weißt du. Ich habe da meine Herztropfen zu mir genommen, so den Zwei-Phasen-Reiniger inhaliert, ihr kennt das, also halben Liter Kräutertee vom Fass, also das war alles ein Stück, also wunderschön. Und da habe ich doch einen alten Bekannten getroffen und dem, pass auf, wir haben einen Augenblick Zeit, pass auf, kann dem gar nicht erzählen. Das ist ein ganz irrer Typ, also den habe ich vor vielen, vielen Jahren in meiner Stammkneipe mal kennengelernt. So ein Typ, wir haben nur so am Tresen gesessen, weißt du, er so ein paar Barhocker weiter. Ich sage zu ihm, du hast ein Gesicht wie ein Arsch. Sagt der Wirt zu mir, aber Pips, du machst doch keinen Ärger hier, was soll denn das? Ich sage nach ein paar Minuten, du hast ein Gesicht wie ein Arsch. Sagt der Pips, wenn du das nochmal sagst, dann fliegst du raus, ich will dir keinen Ärger haben. Nach ein paar Minuten setzt er seinen halben Liter an. Ich sage, na, machst du dir einen Einlauf? Kinder, und von dem Moment an waren wir die besten Freunde. Er ist ja also ein ganz toller Typ. Ich kann von ihm erzählen, pass auf, er steht in der Blüte der Arterienverkalkung. Also er ist eigentlich schon länger tot, er ist nur zu faul zum Umfallen. Also er steht... Ja, er steht kurz vor der Notschlachtung, also er hat ein Gesicht wie ein 5-Mark-Stück, also man kann es auf 57 ziehen, ihr kennt das. Also ja, und wo andere eine Taille hat, hat er diesen Mollenfriedhof, diesen Whisky-Friedhof, ihr kennt das. Also, aber seine Frau sagt immer, es ist schön, wenn ein Arbeitsloser ein Dach über den Kopf hat, nicht? Und ja, hat... Ja, Kinder, er hat das Temperament einer Schlaftablette, also in dem geht nur etwas vor, wenn er eine Uhr verschluckt hat, nicht? Und er hat, ja, sagt er so zu mir, hast du eigentlich keinen Hintern? Ich sag, doch, sagt er, warum riechst du denn so aus dem Mund? Also der hat, also ehrlich, Kinder, der Typ ist wie ein Panzer, breit fahren, schmal denken. Also ehrlich, das ist, ehrlich, steigt er neulich in einen Bus voller Neger und sagt zum Fahrer, hat es hier gebrannt oder so? Also, das, sagt er, pass auf, sagt er neulich zu mir, du, ich wollte im Urlaub jetzt Wellen reiten. Sagt er, glaubst du, das Pferd wollte ins Wasser? Also, Er wollte ja eigentlich Urlaub in Sicht machen. Er hat im Radio gehört, schönes Wetter in Sicht. Und, ja, Kinder, er war ja auch mal bei uns in der Gemeinde, war eine Zeit lang, also war er Pfarrer, also Himmelskomiker, oder wie sagt man heute, also er war so ein richtiger Kanzelspringer, also er war, ja, er hat damals schon immer gesagt, die Kirche ist der ADAC fürs Jenseits. Er hat ja immer schon...
Und ja, aber da hat er damals böse Schwierigkeiten gekriegt, weil er immer gesagt hat, also die 12 Apostel sind eine Räuberbande. Und da hat er ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Er hat ja damals in der Zeit als Pfarrer wollte er auch mal was über die Grenze schmuggeln, so Kaffee, weißt du, und hat er sich so ein Kilo in den Arm getan. Hat der Zöllner gesagt, na, Hochwürden, auch etwas gekauft? Sagt er, ja, mein Sohn, 2 Kilo Kaffee, aber ich habe ihn unter den Armen verteilt. Und er ist schon ein verrückter Typ, das hält sich echt im Kopf nicht aus mit dem Typ. Also wenn der nach Grönland schreibt, nimmt er gefütterte Briefumschläge. Also der ist ehrlich. Der hat zum Beispiel jetzt gehört, dass man Obst nicht ungewaschen essen soll. Jetzt nimmt er vorher immer ein Bad. Also der, also ein, ehrlich. Das ist ein richtiger Kreuz- und Querkopf. Also Kinder, der ist nicht dumm, der weiß nur wenig. Also der hat seinen Kopf nur, damit es zum Hals nicht reinregnet. Also damit die Krawatte nicht drüber rutscht. Also der ist, also ehrlich, auch beim Essen guckt er ja immer in den Spiegel, er will ja sehen, wie es ihm schmeckt. Also der ist, also ehrlich, seine Anzüge häkelt er sich selbst. Also der hat neulich mal ein Verkäufer zu ihm gesagt, möchten Sie den Anzug auf Taille? Sagt er, nein, auf Raten. Also, ehrlich, wenn er ein Loch in der Hose hat, isst er Schokolade. Er sagt, die stopft. Ja. Nee, und, ja. Sagt er neulich zu mir, kommst du mit in die Lotus-Bar? Ich sag, nee, da geh ich nicht rein. Du, das ist ja ein Lokal für Fernfahrer und Nutten. So, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Meine Frau trinkt da manchmal einen Kaffee. Ich sag, was für ein Laster fährt denn deine Frau? Also, das... Und der ist ja... Ehrlich, der... Der ist ja auch so geizig. Also ein Fernglas kauft er sich nur in schwarz-weiß. Weißt du, da ist er also ganz... Wenn sein Hemdkragen zu eng wird, lässt er sich die Mandeln rausnehmen. Also er ist ja nur... Sagt er neulich zu mir, du, weißt du eigentlich, wie heißt Postbote ohne O? Ich sag, Pis Petit. Sagt er, nein, Briefträger. Also das ist... Sagt er, du, ich hab mir jetzt eine neue Kamera gekauft, die kann ich ruhig verlieren. Die hat einen eingebauten Sucher. Weißt du, und... Weißt du, mit der Kamera war ich jetzt, das kann ich dir erzählen, war ich jetzt unten in Afrika, in der Wüste, in einer Gegend, da war vor mir noch kein Europäer. Du glaubst es nicht, plötzlich vor mir Marokkaner, hinter mir Marokkaner, links Marokkaner, rechts. Du sagst es. Ich sag, was hast du gemacht? Sagt er, ich hab den Teppich gekauft. Also, das ist ein verrücktes Huhn, das hältst du im Kopf nicht aus. Also, sagt er, ich habe mir jetzt ein Elektroauto gekauft, 2000 Mark. Ich sage, billig. Ja, aber die Verlängerungsschnur hat 40.000 gekostet. Also das hat ja... Kinder, der hat ja auch beim Fernsehen immer einen Spaten dabei. Nicht, wenn mein Kanal ausfällt, kann er sich sofort einen neuen schaufeln, weißt du das? So, seine liebsten Sendungen im Fernsehen sind ja Einsatz in Manschetten und dieses... Prost und Contra, kennt ihr dies? Und Sonnabends, so Musik im Strumpf und diese Sachen sieht er sehr gern. Er sagt aber sonst nur Sex und Gewalt im Fernsehen. Ich kann keine Gewalt mehr sehen, sagt er. Und er hat ja. Der sitzt regelmäßig abends vom Fernseher, beißt ins Bier, nicht, trinkt seine Zigarette, schnippt die Nüsschen in den Aschenbecher. Also, ehrlich. Außer seinen Fernseher hat er noch nichts Vernünftiges angestellt. Also, der ist ehrlich. Sagt er neulich zu mir, weißt du eigentlich, was man mit 1000 Nullen machen kann? Ich sag, nee. Sagt er ganz einfach, 500 Toilettentüren beschriften. Also der ist, ehrlich, der hat ja jetzt... Kinder, der hat ja jetzt auch eine echte Marktlücke entdeckt. Der ist ganz geschäfts... Der verkauft jetzt rauchloses Feuer an Indianer, die nicht mehr miteinander reden. Ehrlich, und... Ich war neulich in seinem Laden, du, und ich wollte ihn mal besuchen, ich wollte mal sehen, wie es da läuft, und ruft gerade der Filialleiter an von seiner Sparkasse und sagte, Sie stehen bei uns mit 20.000 im Minus. Also, da würden Sie mal nachgucken, was Sie vor 4 Wochen hatte. Ja, also, dann hatten Sie 5.000 im Plus. Sagt er, sehen Sie, habe ich Sie da angerufen. Nee? Das, nee, keine. Ich sag zu ihm, wie läuft denn dein Geschäft eigentlich so? Och, sagt er, weißt du, morgens ist nicht viel los, nachmittags lässt es etwas nach und abends ist wie abgeschnitten. Ich sag, hast du heute schon was eingenommen? Sagt er, ja, eine Aspirin. Sagt aber, ich habe mir jetzt einen neuen Tresor gekauft mit Zahlenschloss. Alle Ziffern sind 5, ich verrate nur nicht, in welcher Reihenfolge. Also,
Sagt er, aber meine Steuern, sagt er, bezahle ich immer mit dem Lächeln. Das Dumme ist nur, das Finanzamt will Geld sehen, nicht? Das ist also, ja, er ist echt vom Schmetterling gebissen. Er ist also richtiger Fuchs, also nicht so schlau, aber so stinkig. Und der, ehrlich, wenn man dem die Hand gibt, muss man mir die Finger nachzählen nachher. Und der, ehrlich, er grüßt nur mit links, weil er rechts die Keule trägt. Also er war ja auch mal Übersetzer in München, obwohl er gar kein Bayerisch kann, nicht? Und der ist echt, ja, sagt er neulich zu mir, weißt du eigentlich, warum Pferd heißt? So, nee, keine Ahnung. Weil es auf der Erde läuft, wenn es in der Luft fliegen würde, dann würde es ja Pfluft heißen. Nee, das, ehrlich, ein ganz cleverer Typ. Von ihm stammt ja auch die Clochard-Nummer. Sie macht eine Brücke, er legt sich drunter und schläft. Also ehrlich, und ja, genau. Seine Frau ist ja so wollüstig, also die strickt jeden Tag einen Pullover, also die. Das einzig Echte an ihr sind die dritten Zähne, also der. Er sagt manchmal, also was meine Frau sich so manchmal ins Gesicht spachtelt, also dafür würde ein Gebrauchtwagenhändler 5 Jahre ins Zuchthaus kommen, also ehrlich. Und er sagt ja jetzt auch immer wieder, ich stehe nur noch auf Teenager. Ich sag, warum das denn? Ja, die wissen doch nicht, dass es zum zweiten Mal auch noch geht. Und er hat aber seiner Frau jetzt zum Geburtstag so ein schönes chinesisches Schlafzimmer geschenkt, also dreiteilig, ne? 2 Hängematten, ein Mao-Bild mit Trauerrand. Und ja, kommt sie neulich mit dem Mantel nach Hause, guckt er sich das Etikett an und sagt, du möchtest wissen, wie viele Polyester dafür wieder sterben mussten. Ne? Also das, ehrlich, der Bursche ist, also ehrlich, der hat ein Gedächtnis wie ein Emmentaler. Wo die Löcher sind, ist das Wesentliche, nicht? Er sagt, neulich wollte ich meinen Kummer ertränken. Glaubst du, meine Frau wollte ins Wasser? Also der nur. Da hat er neulich abends zu seiner Frau gesagt, du Liebling, ich gehe eben noch mal in meine Kneipe, trink 2 Bier, bin um 10 wieder da. Sagt sie, meinetwegen, aber verwechsel die Zahlen nicht. Also der. Ehrlich, er hält sich echt mit Alkohol über Wasser. Er sagt ja immer, also Wasser hat mehr Menschen umgebracht als Alkohol. Denk nur mal an die Sintflut, nicht? Ehrlich. Natürlich. Nicht? Er hat jahrelang, sein Leben lang Alkohol getrunken. Jetzt hat sein Arzt gesagt, er hat Wasser in den Beinen. Also, sein Arzt hat neulich zu ihm gesagt, trinken Sie, sagt er, nein. Rauchen Sie, sagt er, nur wenn ich besoffen bin. Sagt er, wie viele Bierchen trinken Sie denn so am Tag? Sagt er, oh, Herr Doktor, so 25 bis 30 Glas. Und dann gibt es wieder Tage, da kriege ich einfach nicht genug. Also das, ehrlich. Sagt er, wenn Sie so weiter saufen, sagt der Doktor, dann werden Sie nicht alt. Sagt er, das weiß ich, Alkohol hält jung, Herr Doktor. Sagt er, darf ich denn Silvester wenigstens noch ein Gläschen Sekt trinken? Sagt er, trinken dürfen Sie, aber worauf wollen Sie denn noch anstoßen? Das ist, ne? Er hat ja, ehrlich, deshalb hat er seinen Führerschein ja auch von der Caritas. Und er fährt seinen Wagen ja auch nur aus Präservativgründen. Er hat ja mal die Scheibe runtergedreht und dann hat gesagt, Herr Wachmeister, wo bin ich? Sagt er, auf dem Bismarckplatz, hat er keine Einzelheiten, in welcher Stadt? Der war nicht voll, der war hochachtungsvoll und sagt der Wachmeister, haben Sie getrunken? Sag ja, Wachmeister, eine 0,7 Flasche Wodka und 0,8 sind noch erlaubt, oder? Sagt der Wachmeister, so, dann pusten Sie mal. Sagt er, gern, wo tut's denn weh? Das ist, ne? Der und Autofahren, das hältst du im Kopf nicht aus. Ich sag neulich, wie schaffst du das eigentlich, bei jedem Wagen das Getriebe kaputt zu fahren? Doch, ich weiß auch nicht, ich fahr ganz normal. Ersten Gang bis 40. Zweiten bis 60, dritten bis 100, vierten bis 140 und dann schalte ich in R in den Rallye-Gang. Zauberhaft. Hat er neulich mal zum Arzt gesagt, Herr Doktor, ich kriege beim Autofahren immer so starke Bauchschmerzen. Ja, sagte, Sie fressen zu viele Kilometer. Das ist, ja, genau. Und nach dem Kneipengang wollte er noch so eine Alkoholverdunstungsstunde einlegen. Und hat so die Abkürzung über den Friedhof genommen und ist so mit lallenden Füßen und stolpernder Zunge in so einen
frisch geschaufeltes Grab rein, weißt du? Nicht? Und schreit, Hilfe, Hilfe, kommt ein Penner und sagt, na, haben Sie dir den Sarg geklaut oder? Er hat ja... Er arbeitet ja auch nur mit eigenem Psychiater, er hat einen richtigen eigenen, also er sagt, das sind ja diese Ärzte, die kein Blut sehen können. Nicht? Und sagt der Herr Doktor, können Sie meine Persönlichkeit spalten? Ich bin abends immer so allein. Worauf führen Sie denn Ihre Kontaktschwierigkeiten zurück? Sagt er, das sollst du doch rausfinden, du Arschloch. Die haben ja auch, Kinder, die haben ja zu Hause schon dreimal die Scheidung verschoben, weil sie nicht aus dem Bett rausgekommen sind. Und da hat der Scheidungsrichter mal gesagt, sagt er, hören Sie mal zu, warum haben Sie Ihrer Frau den kochenden Kaffee ins Gesicht geschüttet? Sagt der Richter, das war ein Versehen. Wissen Sie, ich wollte ihr eine Kusshand zuwerfen, habe vergessen, vorher die Tasse aus der Hand zu nehmen. Ne? Sagt er, so gnädige Frau, Sie behaupten also, Ihr Mann habe Sie mit einem Eichenknüppel auf den Kopf geschlagen. Woher wissen Sie, dass das ein Eichenknüppel war? Sagt sie, das höre ich am Klang, Herr Richter. Sagt der Richter, stimmt das, Angeklagter? Stimmt das wirklich? Haben Sie Ihre Frau mit einem Eichenknüppel auf den Kopf geschlagen? Das stimmt, Herr Richter, aber die krummen Beine hatte sie schon vorher. War es eine Affekthandlung? Nein, ein Gemüseladen. Also, sagt er zu ihm, warum wollen Sie denn wirklich scheiden lassen? Ja, sagt der Richter, meine Frau ist faul und schlampig. Jede Nacht, wenn ich nach Hause komme von der Schicht, finde ich Krümel im Bett. Sagt er, das ist unangenehm, aber das ist noch lange kein Grund zur Scheidung. Und Sie, gnädige Frau, sagt der Richter, ich finde meinen Mann einfach grob und ungebildet. Wie kann er meinen besten Freund Krümel nennen? Also, das, und da hat sie mal mit Lockenwickler aus dem Fenster geguckt und rausgerufen, Tante, kriegst du da auch mit auch das dritte Programm? Das ist, ja, ne? Hat sie mal zu ihm gesagt, Schatz, als ich heute Morgen aus dem Fenster schaute, graute der Morgen, sagt er, dem Morgen, mein Schatz, dem Morgen. Und eines Tages hat sie dann gesagt, Schatz, ich halte es nicht mehr aus, ich springe aus dem Fenster und nehme den Hund mit. Sagt er, der Hund bleibt hier. Das, ne, ehrlich. Und sagt er, eines Tages ist meine Frau nun doch weggeblieben. Ich sag, warum ist sie denn gestorben? Ja, sagt er, die wollte Energie sparen, hat ihren Herzschrittmacher auf halbe Kraft geschaltet. Der Tod hat sie im Schlaf überrascht. Ich sag, dann weiß sie ja noch gar nichts davon. Aber weißt du, sie wollte zu Lebzeiten immer so gern mal nach Venedig, weißt du, nun habe ich sie in Venedig beisetzen lassen. Beerdigung für ganz arme Leute, dritter Klasse, Pfarrer und Sarg in der Gondel, die Trauergemeinde musste schwimmen. Ja, ehrlich. Aber jetzt, ehrlich, jetzt ist der Junge schon wieder ganz oben aus, jetzt lebt er schon wieder in vollen Zügen. Nicht? Er sagt immer, nicht um alte Liebe trauern, froh auf neue Triebe lauern. Denn heute hat er wieder echte Sprüche drauf, er sagt ja immer nicht, alles was ein Loch hat, ist kaputt. Und er hat ja echt... Ich sag zu ihm neulich, wann hast du das letzte Mal ein Mädchen geliebt? Sagt er, übermorgen ist es 3 Tage her. Also der... Neulich wollten ihn mal 3 Mädchen auf einmal verführen. Da hat er sich auf die Schulter geklopft und hat gesagt, nie war er so wertvoll wie heute. Ehrlich. Ehrlich, er prahlt ja immer mit seinen Liebesabenteuern. Ist an sich ganz logisch, alle Invaliden reden gerne vom Krieg. Und dabei... Kinder, ja. Dabei kann man ihn heute eigentlich nur noch als bewegliche Straßensperre verwenden. Also den... Ehrlich, den haben sie mal verkehrt gedünscht, zu spät umgetopft. Also, wo andere Männer Hormone haben, hat er Blumenzwiebeln. Und er hat mir jetzt eine Story erzählt, sagt er, du, ich bin jetzt kürzlich, das muss ich dir erzählen, mit meinem Rolls-Royce über den Jungfernstieg gefahren. Also, der heißt ja auch nur noch so, also von Stieg keine Spur. Also, genau wie die Spalttablette, die tut man sich ja auch im Mund. Pass auf, und die hat ja... Pass auf, und am Steuer hatte ich meinen livrierten Fahrer mit Mütze auf, Anzug an, wunderschön. Plötzlich am Straßenrand ein Mädchen wie Milch und Honig. Frisch gewaschen, 3-mal geimpft, nie gebraucht, von Beate Use eingekleidet. Sie trug ein wunderschönes Kleid, ein französisches Modell, Quartierlatrin.
eine wunderschöne Toilette. Ich ließ stoppen, lud sie ein ins Hotel 4 Jahreszeiten. Wir dinierten fürstlich. Kaviar, Austern, Gelee in Aspik. Als Dessert ein offenes Hühnerbein mit Puderzucker. Hinterher ein Tässchen warmer Margarine mit Cornflakes. Ich habe eine Suite gemietet, Spiegel überm Wasserbett. Man wusste morgens gar nicht, wie man sich rasieren sollte. Ich habe ihr einen Brillantring gekauft, 5,8 Atü. Wir haben eine Flasche Concours-Brause gesoffen, diesen Shampoos. Und ich habe sie geliebt, 3-mal. Anschließend bin ich aufgestanden, habe meine Haare gekämmt und aufgesetzt. Bin ans Telefon gegangen und habe im Geschäft angerufen und gefragt, ob doch alles in Ordnung ist. Und nun frage ich dich, bin ich ein vitaler Typ? Bin ich ein toller Hecht, ein Draufgänger in meinem Alter? Ich sage, hör mal zu, ich glaube dir den Rolls-Royce, ich glaube dir den Fahrer. Ich glaube dir das Mädchen am Straßenrand, ich glaube dir das Hotel 4 Jahreszeiten, ich glaube dir die Austern in Kaviar, ich glaube dir das Wasserbett, ich glaube dir den Spiegel, ich glaube dir den Shampoo, den Brillantdrink. Aber die 3-mal, die glaube ich dir nicht. Also das noch konntest, da gab es noch kein Telefon. So, Freunde. Wir wollen nun diese erste Halbzeit, nachdem wir uns ein klein bisschen aneinander gewöhnt haben, beenden. Und ich habe da eine kleine alte Bauernweisheit für euch. Wer nie sein Schrot im Bette fraß, hört nie die Jungsau quietschen. In diesem Sinne. Bis nachher. Dankeschön, Freundin. Danke, danke, danke. Danke. So, ich möchte diese zweite Halbzeit beginnen mit einem Loblied auf dieses Haus, der die Berge hat begipfelt und die Buben hat bezipfelt und die Mädchen hat gespalten, der möge dieses Haus erhalten. Aber ihr merkt es wieder sehr spaßig heute Abend hier und dabei sagt man immer, ein Deutscher hätte keinen Humor, er lacht nur auf dem Dienstweg. Kinder, ich habe nichts gegen Beamte, die tun ja nichts. Und komm mal, bei uns im Finanzamt, die Beamten haben jetzt sogar die 35-Stunden-Woche bei uns. Nur die sind jetzt immer müde, also denen fehlen 5 Stunden Schlaf. Ja, ich merke, das Finanzamt ist heute Abend zahlenmäßig sehr stark vertreten. Bei uns im Finanzamt hängt im Eingang ja ein Schild, geöffnet, wir bitten um Verständnis. Das ist... Nee, aber schön heute Abend, Kinder. Also ich muss es immer wieder sagen, das sind Sachen, die hält man einfach im Kopf nicht aus. Ich habe ja eben mit dem Wirt vorne noch ein paar Worte geplaudert. Der Mann hat ja auch seine Sorgen. Er sagt, ich kann dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, ich habe mir ein Ferienhaus gekauft. Nicht? Und Kinder, unsere Zeit ist verrückt, ganz anders als früher. Nicht? Früher hatten wir Ruhe, Ordnung, Sauberkeit. Das haben wir heute Donnerstag. Guck mal, so haben sich... Guck mal, ein Bekannter von mir, der hat sich jetzt das Rauchen abgewöhnt. Die letzte Zigarette hat er an der Zapfsäule ausgedrückt. Und seine Frau hat ja früher immer schon gesagt, einen Raucher zu küssen ist genauso, als wenn man einen Aschenbecher ausleckt. Und... Aber ihr merkt es, heute werden sich wieder einige das Rauchen abgewöhnen heute Abend. Ich muss auf Küssen umsteigen. Nein, aber Kinder, ihr merkt, der Humor liegt auf der Straße und manchmal kann er einem die ganze schlechte Laune verderben. Und da ist also viel dran. Ich sag neulich zu einem Bekannten, wie fandest du das Wetter heute? Ach, sollte mal die Tür auf und da war es. Nicht? Also ganz... Ah, da hat mal seine Frau zur Nachbarin gesagt, was halten Sie von der Pariser Mode? Sagt sie, überhaupt nicht, ich nehme die Pille. Also das ist, ne? Kinder, der Humor liegt auf der Straße.
Natürlich, auf einer Party sagt ein Skelett zum anderen, also irgendwie habe ich jetzt einen toten Punkt. Also irgendwie. Kinder, da ist kürzlich, der Humor liegt auf der Straße, ich muss darauf zurückkommen, da ist kürzlich mal ein Fernfahrer mit seinem Laster umgekippt. Auf der Straße lagen 3 Millionen Büroklammern. Und alle Achtung, der Mann ist dabei gegangen, hat sie alle wieder eingesammelt, bis auf eine. Die hat er nicht gefunden und er hat gesucht und gesucht, die eine blieb verschwunden. Und ihr merkt, diese Stories, die kommen einfach nicht an, kein Mensch lacht. Ist nicht so? Das sind Dinge aus dem Leben gegriffen. Kein Aas lacht. Ganz anders, wenn man sagt, alte Männer, denkt daran, geht zur Deutschen Bundesbahn. Ihr werdet dann das Wunder sehen, dass dort sogar die Weichen stehen. Guck mal, das ist, guck mal, da lacht ihr wieder. Nicht? Genau. Kinder, man lernt heute einfach nicht aus. So wie ich bin immer unterwegs, immer auf Montage, ein altes Thema, ihr kennt das. Ich weiß jetzt, dass ein Archäologe ein Verdauungsforscher ist. Nee? Oder ein Monstrum, das ist doch dieser warme Wind aus den Tropen, das muss man alles wissen. Oder ein Breitschwanz ist etwas für Frauen, die das Besondere lieben. Nee, das ist, ja. Oder ein Elefant ist ja auch grau, groß und runzlig, weil man ihn sonst mit einer Kopfschmerztablette verwechseln würde. Nee, das ist, da, Kinder, da ist natürlich, oder was ist das? Ist klein und grün und wird nach 4 Sekunden rot. Das ist ein Frosch in der Mulinex. Nee, das muss, Kinder. Oder kennt ihr den Unterschied zwischen einem Unglück und einer Katastrophe? Ein Unglück ist, wenn ein Schiff mit 1000 Passagieren untergeht. Nicht? Und wenn alle schwimmen können, das ist eine Katastrophe, du. Das, ja. Kinder, man lernt nie aus, nicht? Was sagt zum Beispiel ein Stotterer, der eine Toilette sucht? Toi, 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 toi. Nee, das muss man lernen. Nee? Oder sitzt auf einem Baum und ruft, aha, das ist ein U mit einem Sprachfehler. Muss man alles, Kinder. Nee? Kinder, das... Nee? Natürlich, das, Kinder, das muss man wissen. Oder wisst ihr, was ein Sattelschlepper ist? Das ist ein Cowboy, dessen Pferd erschossen wurde. Das ist... Da kommt zum Beispiel ein Indianer auf die amerikanische Behörde und sagt, guten Tag, ich möchte gern meinen Namen ändern lassen. Sagt er, wie heißen Sie denn? Sagt er, großer Bulle, der vom Himmel fällt. Sagt er, wie möchten Sie heißen? Plumps. Ne? Genau. Ne? Nein, nein, genau. Das hältst du im Kopf nicht aus. Da hat doch kürzlich in einem Bundesbahnabteil hat ein Herr gesessen, ein ganz vornehmer Herr, hat eine dicke Havanna geraucht. Ihm gegenüber sitzt eine Dame mit einem ganz arroganten Pudel auf dem Schoß. Und sie sagt plötzlich, mein Herr, würden Sie bitte Ihre Zigarre ausmachen? Mein Pudel hat es mit den Bronchien. Sagt er, nein, setzen Sie doch ins Abteil. Die reißt ihm die Zigarre aus dem Mund, wirft die aus dem Fenster. Er schnappt sich den Pudel, wirft ihn hinterher. Die fahren auf den nächsten Bahnhof ein, die beiden gucken aus dem Fenster, setzt der Pudel auf den Bahnsteig, was hat er im Mund? Nein! Die letzte Büroklammer. So, Freunde. Ja, ja. Die Welt ist voller Überraschungen, nicht? Wie der Kleine sagt, Mami, warum läuft Opa denn immer im Zickzack über die Wiese? Sagt sie, frag nicht so dumm, lad nach. Also das ist... Pass auf! Da hat die Leiterin eines Mädchenpensionats hat eine Packung hochgehalten und sagt, Mädels, wer raucht hier heimlich Blausiegel? Das ist, ne? Da treffen sich doch zwei Cowboys, hat der eine zum anderen, mein Bruder ist gestern vom Gerüst gefallen. Oder was machte der auf dem Gerüst? Oder man wollte ihn hängen. Also das ist...
kommt doch ein Mexikaner, da kommt doch ein Mexikaner von der amerikanischen Behörde nach Hause zu seiner Frau und sagt, endlich sind wir Amerikaner, Conchita. Weißt du, was das für uns bedeutet? Sagt sie, ja, heute Abend spülst du Geschirr, ich lieg oben. Da ist zum Beispiel einer durch die Wüste geritten auf seinem Kamel und da kommt ihm einmal auf dem Fahrrad entgegen. Der strampelt wie ein Wilder, hat einen Affenzahn drauf. Sagt er, warum rasen Sie denn so? Ich muss ja bei der Affenhitze, ist doch ein Wahnsinn, Menschenskind nochmal. Sagt er, was heißt hier Affenhitze? Wunderbar kühl, wenn ich schnell fahre, habe ich einen starken Gegenwind. Das kühlt, was meinen Sie gar nicht, wie frisch das ist? Sagt er, meinen Sie? Sagt er, gute Idee. Der gibt dem Kamel die Sporen, nach 2 Stunden bricht das Kamel tot zusammen. Guckt sich das Tier von allen Seiten an und sagt, scheiß erfroren. Kinder, ihr merkt, auf dem Sektor passiert viel. Denkt doch an die beiden Doofen, die mit ihrem Wagen an der Verkehrsampel stehen. Das eine, guck mal da oben, ist das ein wunderschönes Abendrot. Da wird ein ganz warm ums Herz. Die Ampel schaltet auf gelb. Oder guck mal da, ein entzückendes Orange. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Die Ampel schaltet auf grün. Die fangen hinten an zu hupen. Sagt er, du musst auch hupen. Denen gefällt die Farbe auch so gut. Die Ampel schaltet auf rot. Sagt er, so, jetzt kannst du fahren. Die Farbe hatten wir schon mal. Du. Das, ne? Kinder, wenn man... Es ist doof, aber die Sachen liegen auf der Straße. Man braucht doch heute nur die Zeitungen aufzuschlagen. Dann erfährt man doch die meisten. Es gibt doch heute, ich habe gelesen, es gibt heute nur noch schnelle und tote Fußgänger. Das ist, ja, da ist, genau. Nee? Natürlich. Und dass der Verkehr zunimmt, soll an der Pille liegen, habe ich mir sagen lassen. Ist, ja. Da sagt der eine, du, gestern habe ich mein Auto verkauft, heute finde ich einen Parkplatz. Nee, das ist, nee? Nee? Und man spart überall Energie. Ja, man will ja auch nicht mehr alle Autonummern beleuchten jetzt. Und ein Genießer da hinten. Ne? Du hast Liegesitze, gib es zu, oder? Nein, Kinder, man will ja auch den Rhein stilllegen, um Strom zu sparen. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, also der badet nicht, der duscht nicht, das ist ein richtiges Energiesparschwein. Also das, ja, und als Atomkraftgegner verwendet er nicht mal Kernseife. Also man, Kinder, man spart überall. Der 29. Februar soll jetzt ja gestrichen werden. Der 1. Mai zusammen mit dem 17. Juni auf Himmelfahrt verlegt werden. Also man überall. Man muss die Zeitung aufschlagen heute, Kinder. Überall, nicht? Ich habe in Venedig singen die Leute immer, obwohl die ganze Stadt unter Wasser steht. Nee, das ist ja. Ich habe gelesen, Venedig singt und singt, Mainz singt und lacht. Nee, das ist natürlich überall. Ich habe in der Zeitung gelesen, in Florida scheint zum Beispiel an 365 Tagen im Jahr die Sonne. Und das ist eine ganz vorsichtige Schätzung. Nee? In London soll es sogar bei schönem Wetter regnen, also ganz anders. In London haben jetzt die Meteorologen 7 Tage gestreikt, da hatten die eine Woche überhaupt kein Wetter. Da aber was los. Schlag die Zeitung auf. Wettermeldungen sind nur die reinste Schauermärchen. Da fragt man sich, ist es die Wahrheit oder schon Journalismus? Ne? Da ist aber natürlich, Geburtsanzeigen erscheinen heute unter Sportmeldung. Ich habe in der Zeitung gelesen, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft soll in der nächsten Saison nur aus Lilliputanern bestehen, weil die dann im Sommer im Kühlschrank trainieren können. Das ist aber natürlich. Ne? Kinder, lest mal Zeitung. Ich habe jetzt gelesen, der bekannte Fernsehmoderator Carlos von Zieselmann, der hatte einen schweren Arbeitsunfall. Er ist beim Überfliegen seines Textes abgestürzt. Nee, natürlich. Kann man zum Beispiel denken an diese bekannte Sängerin, Kalter Eckstein oder wie die heißt. Die hat jetzt einen Werbevertrag mit Fanny abgeschlossen wegen der Knödelei. Und die... Ich habe jetzt eine Fernsehkritik gelesen in einer Presse. Howard Chippendale setzte sich auf einen einfachen Holzstuhl und griff zur elektrischen Gitarre. Warum nicht umgekehrt?
Und der hat ja jetzt auch einen neuen Hit auf den Markt gebracht, habe ich gerade gehört jetzt. Das Lied von dem Vater, der sich von der Familie die Haare schneiden lässt. Aber was schert mich Weib, was schert mich Kind, dieses Ding. Und ihr merkt schon, Kinder, man muss heute Zeitung lesen. Es ist so schön. Guck mal, ich habe jetzt gelesen, man wollte der Helga Vettersen das Bundesverdienstkreuz an die Brust heften. Das war ein Gesuche, das kann ich euch sagen. Die Sophia Loren, die hat jetzt ja auf Sylt Urlaub gemacht, hat in der Nordsee gebadet. Da hat der Golfstrom gesagt, schade, dass ich so warm bin. Natürlich, es gibt ja heute Volksschule, es gibt Oberschule, es gibt Realschule, es gibt Berufsschule, Abendschule. Ich habe nur etwas gegen Gesamtschule und da fängt das dann an. Das sind doch diese, natürlich, ihr kennt doch diese Brüder. Also sie säen nichts, sie ernten nichts und sie vermehren sich doch. Kennt ihr nicht? Da hat doch ein Süßer vom Richter gestanden. Und da hat der Richter gesagt, Angeklagter, wie konnte es mit Ihrer Veranlagung passieren, dass Sie Nonne von hinten vergewaltigt haben? Sagt der Richterchen. Ach, von hinten sah Schwester Oberin genauso aus wie El Zorro. Nein, es ist schon zauberhaft. Aber Freunde, mir ist ein warmer Bruder immer noch lieber als ein kalter Krieger. Und da, auch der Khomeini kommt ja auch nur so mit Hängen und Würgen zurecht. Und ja, der HSV wollte ihn ja einkaufen, weil er besser köpft als Rubisch. Und ja, der Rubisch ist ja jetzt außer Gefecht. Also der hat sich erkältet, weil er im Sturm gespielt hat. Aber Kinder, ihr wisst, nein. Ihr merkt, man muss die Zeitungen heutzutage nur aufschlagen. Die Sachen bieten sich von allen Seiten an, Kinder. Ich habe gelesen, im Hauptbahnhof hat eine Frau ein kleines bekommen. Nachher hat sie sich noch ein großes bestellt. Ja. Guck mal, ich habe jetzt gelesen, Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn einer Frau die Lippen zittern, erwartet sie einen Kuss. Meiner Frau zittern immer die Knie. Ich meine, das ist... Nee, das ist ja, Kinder. Es ist... Nee? Ja, guck mal, auch der Handwerkermangel soll ja auf den Massenabiturismus zurückzuführen sein. Und da können wir uns vorstellen, wie das irgendwann mal auszusehen hat auf dem Bau. Wenn einer dem anderen so einen Stein rüberreicht und sagt, bitte Herr Doktor, danke Herr Doktor. Nicht? So wird das natürlich. So wird das doch aussehen. Die Technik überrollt uns heute. Hatte kürzlich einen Unfall mit dem Hubschrauber, dem war zu kalt, hat den Ventilator abgestellt. Nicht? Also, bei uns im Schwimmbad haben sie jetzt eine Probe entnommen. Da haben die sogar H2O gefunden. Also, ja. Ich habe jetzt gelesen, halt eine Bürgerinitiative hat die Schallmauer eingerissen. Die war den Flugzeugen immer im Weg. Und das alles so, natürlich, Kinder. Überall, man braucht das gar nicht. Guck mal, Kannibalen lehnen heute schon die Großstädte ab. Zu hoher Bleigehalt. Hm? Ehrlich, da hat ein Reporter einen Kannibalenhäuptling gefragt, was halten Sie von den deutschen Politikern? Sagt der Schmidt, sehr zäh, aber Genscher, gutes Mann, reichen für 3 Tage. Nicht? Das ist... Es ist... Kinder, schlag die Zeitungen auf. Guck mal, in der DDR ist jetzt eine Anzeige erschienen. Tausche Traumreise in die Sowjetunion gegen Trampelfahrt in den Westen. Ein Bekannter von mir ist jetzt zurückgekommen aus der DDR. Ich sage, na, wie war es drüben? Sagt er, genau wie bei uns. Für Westmark kriegst du alles. Das ist natürlich. Drüben in der DDR muss an einer Schlachterei mindestens eine Wurst hängen, weil man das Geschäft sonst mit einem Fliesengeschäft verwechseln kann. Nicht? Das ist, Kinder, die haben, natürlich, die haben jetzt drüben ein neues Warenhaus eröffnet. Weltall, jeder Griff geht ins Leere. Da ist aber was. Andere sagen, das wäre ein Pornoladen wegen der vielen nackten Regale, weißt du. Aber da hat mal drüben eine Hausfrau zur anderen gesagt, morgen gibt's Schnee, sagt sie, ich stell mich nicht wieder an. Das ist... Ne? Ehrlich. Ja, ja, ja.
drüben werden ja auch bei den Schuhen werden die also Absätze immer vorne angemacht, damit die Bevölkerung denkt, es geht aufwärts. Nicht? Und ja, die haben ja. Kinder, die haben ja auch, sag mal einen Augenblick ruhig, die haben ja drüben kürzlich sogar einen Schneidermeister verhaftet, der hat in Ostanzüge Westentaschen genäht, nicht? Guck mal, denk zum Beispiel an diesen Götz von Berliching. Noch ein Begriff, also der hat ja das bekannte Lied geschrieben, ich küsse Ihre Hand, Madame. Und der hat mal den Honecker getroffen, hat sich vorgestellt, mein Name ist Götz von Berliching, ich bin der Mann mit den eisernen Armen. Hat Honecker gesagt, mein Name ist Honecker, ich bin der Staatsratsvorsitzende der DDR, ich bin der Mann mit der scharfen Zunge. Hat Götz gesagt, trotzdem. Nicht? Ja, Conny. Die haben ja drüben auch einen neuen Spruch, wer zuletzt lacht, lacht im Westen. Und genau wie die Russen, die haben ja auch diesen bekannten Werbespruch für ihr Land, nicht? Also kommen Sie zu uns, bevor wir zu Ihnen kommen. Ihr kennt das ja nicht. Die exportieren ja auch neuerdings Schweine nach England als Windhunde. Also die... Die Russen haben ja auch jetzt mit der Abrüstung angefangen. Die züchten also nur noch Schildkröten ohne Panzer. Da sind die sehr eigen. Und nach dem Weizenboykott haben die ja selbst Weizen angepflanzt drüben. Aber so, also wie Telegrafenstangen. Nicht so dick, aber so weit auseinander. Ne? Aber, Kinder, ihr merkt es, man braucht heutzutage nur die Zeitungen aufzuschlagen, obwohl es dann wieder Leute gibt, die wissen alles. Dagegen sind selbst Informationen sinnlos. Nee, das natürlich, ich habe zum Beispiel in der Zeitung gelesen, die Chinesen machen gern Urlaub in Winsen, weil sie da ihre Ruhe haben. Nee, da ist zum Beispiel... Da ist mal ein kleiner Chinese in Texas in eine Bar gegangen, hinter dem Tresen stand der Barkeeper, so ein baumlanger Neger, und er sagt, bitte einen Lum. Und das heißt rum, sagt er, bitte einen Lum. Warte, pass auf, jetzt stellst du dich in den Tresen, ich komm rein. Der kommt rein, sagt er, bitte einen Rum. Sagt er, hier keinen Schnaps für Nägel. Aber hallo, Kinder. Da liegt ein kleiner Chinese, liegt im Sterben. Und er sagt zu seiner Frau, liebe Frau, lupe bitte meine Schwestern und Blödel. Kurz vor meinem Tode möchte ich ein großes Geheimnis preisgeben. Na, die kommen alle zusammen, versammeln sich um das Bett. Der schlägt die Augen auf und sagt, liebe Schwestern und Blödel. Kurz vor meinem Tode möchte ich ein großes Geheimnis preisgeben. Ja, Freunde, das ist die Sprache eben. Unsere Gastarbeiter bei uns haben auch ihre Schwierigkeiten mit der Sprache. Nicht? Denk doch an die beiden Türken, die aufs Amt gehen, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Der erste kommt wieder raus und der andere, na, haben Sie deutsches Pass? Da mach mich nicht an, Kanake. Nicht? Das... Kinder, oder Kinder, denkt doch an den Türken, der nicht auf das Wort Mond kommen kann. Sagt er zu seinem deutschen Kollegen, na, wie heißt die Kumpel von Sonne, wo hat Nachtschicht? Nee, das ist doch zauberhaft. Da haben doch die beiden Türken in ihrer Stammkneipe gesessen, sagt der eine, habe gekauft, neues Fahrrad. Sagt er, was hat gekostet? Sagt er, 1000 Mark. Sagt er, teuer. Also, wie heißt deutsches Sprichwort, gutes Rad ist teuer. Die, pass auf, die gehen raus aus ihrer Kneipe, ist das Fahrrad weg. Sagt, der Fahrrad geklaut. Sagt, aber nicht schlimm. Wie heißt deutsches Sprichwort? Kommt Zeit, kommt Rat. Kinder. Und denkt doch an den kleinen Türken, der mit seiner Schubkarre übers Baugelände fährt. Hält vor der Bude an, geht rein, da sitzt der leitende Ingenieur über seinem Schreibtisch, über seinen Plänen vertieft. Sagt der Chef, muss ich dringend sprechen. Schubkarre brauche ich. Schubkarre machen immer quick, quick, quick.
quick. Der rührt sich gar nicht. So, der Chef muss ich sprechen, dringend sprechen. Brauche Öl für Schubkarre. Schubkarre machen immer quick, 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 quick. So, da gehen Sie mal ins Personalbüro, holen Sie Ihre Papiere, Sie sind fristlos entlassen. So, aber Chef, muss ich doch nur Öl haben für meine Schubkarre. Schubkarre machen immer quick, quick, quick. So, Sie sind fristlos entlassen, deutsche Schubkarren machen quick, 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 quick. Pass auf, Freunde. Und da schob ein Deutscher mit seiner Schubkarre übers Gelände. Die macht immer quick, 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 quick. Immer leer, hin und her. Sagt ein Kollege, da ist überhaupt nichts drin. Sagt, da keine Zeit zum Laden, Mensch. Aber, Freunde, ihr müsst es zugeben, aus dem Leben gegriffen. Genau wie bei uns auf dem Dorf. Ist immer ein Thema. Da steht jetzt so ein kleiner Junge bei uns am Dorf vor der Jauchelgrube und schreit, meine Mutter ist reingefallen, meine Mutter ist reingefallen. Da kommt ein Bauer ran, so wie er ist, springt der Kopf über in die Jauchelgrube, kommt wieder raus, schüttelt, sagt, ich kann deine Mutter nicht finden, aber sie muss drin sein. Der springt noch mal rein, so wie er ist, kommt raus, deine Mutter ist wirklich drin, sagt er, so, dann will ich die Schraube auch nicht mehr haben. Du. Nein, Freunde, bei uns auf dem Dorf ist ja immer ein Thema, nicht? Nein, Kinder, wir leben bei uns auf dem Dorf noch richtig alternativ und das ist schön. Also bei uns erscheint der Regenbogen ja noch in schwarz-weiß, weißt du, bei uns ist alles noch. Bei uns gibt es Schafe, die noch nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Also wir sind ganz, die Kakerlaken sind bei uns ja noch so groß. Also muss man vorsichtshalber grüßen, wenn man vorbei will. Also das ist ehrlich. Unser Bürgermeister hat jetzt den Bau eines Friedhofs abgelehnt. Dafür hat er zwei Geier gekauft. Also. Im letzten Sommer hatten wir eine Trockenphase. Da ist der Bauer also in den Stall gegangen, hat sich eine Säge rausgeholt, hat sich ins Bein gesägt. Was seine Frau, was soll denn der Blödsinn, der Quatsch? Aber das heißt hier Quatsch, Blödsinn. Kennst du nicht die alte Bauernweisheit, sich sägen bringt Regen? Nee? Das ist, ja. Und dem ist mal eine Kuh krank geworden, guckt da vorne ins Maul, seine Frau guckt hinten rein, sagt er, na, kannst du mich sehen? Sagt sie, nee, sagt er ganz klar, Darmverschlingung. Und der Typ ist neulich auf den Markt bei uns gegangen und hat zu so einem Viehhändler gesagt, ich hätte gern das krummste und hässlichste Ferkel. Sagt er, warum denn das? Ja, ich will Ihnen das erklären. Wissen Sie, als ich meine Frau damals kennenlernte, war sie auch krumm und hässlich. Heute ist sie die größte Sau im Dorf. Dem hatten sie neulich mal ein Schwein geklaut. Da hing an der Stalltür so ein Schild Schwein gehabt. Also, das ist auch schön, ne? Ja. Pass auf, und der hat mal einen anderen Bauern getroffen und sagt, Fiede, wo bist du hin? Sagt er, ich fahre nach Hamburg einkaufen. Sagt er, was ist da, willst du mitkommen? Sagt er, nee, du, ich habe kein Geld, meine letzte Ernte war schlecht, mein Gehöft läuft nicht, du. Sagt er, ich habe auch kein Geld. Sagt er, wie bezahlst du denn? Sagt er, mit Scheck. Sagt er, was ist das denn? Sagt er, so ein Zettel, brauchst du nur unterschreiben, kriegst alles viel. Sagt er, wo hast du das her? Sagt er, von der Sparkasse. Hin zur Sparkasse, holt sich so ein Scheckheft und sagt zu seiner Frau, Elfriede, mach den Traktor fertig. Wir fahren nach Hamburg einkaufen. Sagt sie, wir haben doch gar kein Geld. Wir haben Scheck, kriegst alles für. Und die fahren los und die kaufen. Farbfernseher, neue Pumps, Pelzmantel und Hinner kriegt dies und kriegt jenes. Und nach einer Woche ruft der Filialleiter an von der Sparkasse. Sagt, Hinner, du musst morgen mal dringend vorbeikommen. Dein Konto ist stark überzogen. Sagt er, ich komm morgen um 10, kriegst einen Scheck. So, Freunde. Freunde, es ist wieder einmal soweit. Ich muss es leider sagen. Ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Ich muss es leider sagen. Macht es gut oder lasst es sein. In diesem Sinne, auf wieder bye-bye und tschüss.
Thank you.